Okay, gut, ich gif mir da können wir aufhängen. Ne? Die sind dann komplett. Ich meine, das den Ricardo Marquez, den ist in der Vakanz, Kolumbien, Zeitverschiebung. Und den wollte man nicht unbedingt speichern. Sind da zwei, die beigeschaltet, weil sie Covid-positiv sind. Voilà. Gut. Da fängt man an. Aber zu brett mal abholen, ja. Ich habe ganz vergessen, da zu fragen. Dann kommen wir bei den ersten Punkt, Mordejour. Das ist Kommission des Finanzen. Nomination d'un membre, da hat man so eine Vakanz. Da haben wir ausgeschrieben, dann durch auch eine Kandidatur abkommen. Und da wollte man eigentlich fragen, ob die Gemeinderat d'accord ist, wie das am Levé zu stimmen. Weil nämlich eine Person ist, was keine Probleme mehr hat. Da gebe ich vor, wie das mit der Kandidatur vom Charles Heim auferstanden, die schon Handzeichen bieten. Oder die zwei, die nicht, die bei Tele dabei sind, noch mal gestimmt haben, dass das unanim. Da kommen wir bei dem Punkt 2. Office Sozial, Rüstung und auch ein Wort zu machen, aber das ist allerdings nur so, dass wir dort zwei Kandidaturen haben und dass wir dort aber mit dem Zettel machen. Wir haben nur geguckt, was dort am Gesetz steht, sodass Luc und Carol dir ihr Stimme musst enthalten. Weil die können schon nicht mitstimmen. Ja. Und dem heute, just bei dem heute Posten und für die Person müssen ihre Stimme enthalten. Ja. Das ist leider so. Das auch, also wird der Conseil d'Administration vom Office Social haben auch ausgeschrieben, nur nicht zwei Personen gemeldet. Ja, muss man da leider wird man das schwört. Am nächsten hast du einen Zweig geholt, wir können nicht Statuten, wir können nicht Reglement vom Office Social ändern. Und dafür muss man es eben für ihn entscheiden und lokale Jitfrieden nur singen. Gut denken, stimmen. Ich denke, dass alle zwei valable Viren, alle zwei gut Viren. Und das ist immer so wie das. Klotus, wo man nach Kirchen und zwisch. Ah, ist der tote Kirchen. Okay. Mein Köst. Wir machen nicht oft genug Worten hier, Worte zu kreieren. So, da müssen normalerweise 8 Zähler sein. Ne? Du verstehst nicht, was die Köstteil war. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, dann ziehen wir aus. Die Spur José. Die Spur José. Hugo Cervera Pereira. Die Spur José. Die Spur José. Dispoche José, Dispoche José, an Dispoche José, da gebe ich mir das für 7 zu 1 gewischt. Okay, also ich merci für den dritten Wort, dann gehen wir das so weiter. Und da kommen wir bei den Punkt B, 2b, da ist Approbation von einer Deliberation von einer Augmentation du Montant de Jeton de Présence. Ich erkläre das ganz kurz. Das ist so, dass im Office Social hatten sie ein bisschen schwierig oder ein bisschen viel Diskussionen zwischen Verwaltungsrat und Personal. Und da hatten sie denke, gesagt, okay, komm, wir gucken, dass wir zwei Leute aus dem Verwaltungsrat eben als Responsable vom Personal haben, dass auch da mal ein bisschen Präsidentin aus der Schoss liegen können und dass das ein bisschen denke, neutral das, aber das ist relativ viel Arbeit, die Reunion mit dem Personal. Und da hat eben der Verwaltungsrat proposiert, für denen zwei Personen vom Verwaltungsrat, die Personal, responsable für das Personal sind, für denen ein doppelter Jeton zu gehen. Und das haben sie noch so festgehalten und dann hat man gesehen, dass das Ministerium Land sich aber darunter steuert, weil das am Gesetz nicht viel gesehen ist, weil da einfach steht, der Verwaltungsrat Jeton zu gut. Aber bon. Ich bin aber auch der Meinung, dass wir als sollen 100
der Verwandten vom Office Social setzen, dann muss man gucken, was der Nente da sieht. Ich meine, groß oben bestellt er doch an der Wort. Und dann. Ja, das sind so Kleinigkeiten, rein legal verstehe ich den Beamten am Mäter, die sagen, das ist nicht viel gesehen, ob der andere Seite versucht, etwas und funktionieren zu kriegen, und versucht irgendwie, durch ein zusätzliches Arbeit irgendwie zu unterkennen. Voilà. Wow, gibt ein Wortmeldung dazu. Das scheint nicht direkt falsch zu sein, da gibt man das auch zum Wortstellen, wenn es mit der Kur, mit dem doppelten Jutter für die zwei Personen. Das wäre dann unanim. Ich hatte ja. Glück auch dabei. Okay, auch unanim. Ja, dann haben wir den Ding, man die Deliberation und dann sehen wir, ob das durchgeht oder nicht durchgeht. Der Punkt 3 als Reglement de Taxe, das der Punkt A als Adaptation des Prix du Repair sur Roue. Das ist eine ganz, ganz kleine Adaptation. Letztendlich ist es eine Adaptation. Sowohl was dies nur belangt, wie auch den Transport belangt, 2,5%, das entspricht dann sich dem Index. Das ist den Preis der Service aus Servio, oder? Ich meine, ich muss ja gucken. Servio, ja. Aus Servio, weil ich nicht verheißen möchte. Aber wir verrechnen immer 1:1 weiter. Also, wenn Sie eine Erhöhung machen, dann geben wir auch 1:1 weiter, für das nicht zu lange werden und nicht, dass wir mal zu viele große Sprung bei den Leuten können. Voilà. Es geht an sich von 11,06 € Diesen auf 11,34 €. An den Transport von 4,21 € auf 4,31 €. Das ist großartig. Kein Wort, man dazu sind wir d'accord, dass wir die Preise dann nur aufpassen. Wir sind d'accord. Auch da das unanim. Merci. Der Punkt B. Da das ein Buch vertrauskönnt, uns zerschlagen dir, für das nur im Zweiten Weltkrieg, da so eine Ausstellung, die können wir erst nächstes Jahr an den Trifolien, wo auch speziell Panno gemacht für die Erste nach, weil sie ganz viele Sachen noch hier an unseren Archiven gefunden haben. Und dann haben sie gefragt, ob wir auch wollen, der Bücher haben, für zu verkaufen oder zu verteilen. Und da haben wir gedacht, wir könnten noch 750 der Bücher holen, weil wir denken, dass da ein ganz Gruppe Leute daran interessiert sind. Und dann haben wir noch mal den oder anderen Buch, den ich kann als Kado weitermachen. Der Preis ist 34 €, so wie doch der Bausverkauf, oder wir noch für dieselbe Preis hier an der Gemeinde verkaufen, respektive den Tourist Office hat auch gesagt, sie geht dann eventuell auch verkaufen. Wie dass wir das können verkaufen, wir können nicht verkaufen, wenn wir keinen Preis haben. Das ist kein, da muss am Reglement Tax festgehalten gehen. Dafür proposieren wir eben am Reglement Tax, das tut ein Buch für 34 € zu verkaufen und dann 750 der Bücher zu kaufen. Bist du eigentlich froh? Ich bin ja, wir kaufen ein Buch, ja, ne? Ja. Wir kriegen natürlich nicht mal mit ein, ja. Nein, wir kriegen nur den Preis. Wir gehen für den Preis weiter. Weil du wirst ja aber an der Stunde einen Preis für 70 € an die Menge Dokumente, oder nicht? Dass du nicht geliehst, dass du hast den Preis im Bischof wart. Mhm. Das war eine Approbation. Also was auch verwissen, dass die 21.000 €, das ist für die Ausstellung. Ah ne, Momentchen. Ja, das Buch plus deux panneaux rectangulaires de face au menton, das ist das Ganze. Das sind nicht nur mit Bücher. Das sind auch die Panneaus, die danach gemerkt gehen, für zusätzliche Informationen zu wirken. Wenn man die Ausstellung sucht, auch am Trifolien haben. Das, na, wir müssen eigentlich genau gucken. Da ist ein Total, davon haben wir das nicht nur mit das. Also, ja, den Claude Ulaeskes Nachkasspreis ist 23 €. Nachkasspreis. Ja. Und wir verkaufen 34. Weil du machst, diese verkauft wird. Ne? Ja. Okay? Da gebe ich die. Da tut den, also die 34 € verkaufen den Buch zum Wortstellen, wenn es du mal nachverstanden. Aus unanim. Merci. Der nächste Punkt, Punkt 4,
Da das ein proposieren wir ein Konvention mit der Jugendherberge zu machen, was den Trampolin belangt. Das Trampolin ist so, der gehört Eis, wir stockieren den noch einmal, also wir gehen den am Hirschel wegschulen und das stockieren wir und dann gehen noch am Frühjahr um die hinsetzen. Und dann hat die Jugendherberge gesagt, ja, du musst aber und dem Trampolin wäre Reparaturen zu machen, müsste hier repariert gehen und hier repariert gehen und ich sage, du kannst ja nicht sehen. Wir machen alles für sie und wir bezahlen permanent das Eisen. Und dann sagt, wie ist der Wert? Komm, wir schenken ihnen einfach den Trampolin, dann hast du hier Responsabilität, dann müssen sie dann nur gucken, wann etwas Futter ist. Da passen doch Fleisch ein bisschen besser drauf ab. Geht, dass wir immer noch den Service für sie machen, dass wir Wäsche stockieren und dann noch am Feuer zurückbringen. Das gibt mir nicht mehr, weil sie dafür nicht utiliert sind, aber für den Rest ist hier ein Trampolin, so wie du hast, aber wenn etwas hinten nicht wie gut ist, dann müssen sie das ersetzen, dann müssen sie für die Cash noch kommen. Das ist das Propos, für das man da nicht an einer permanenten, immer Bringschuld unter Gemäßen. Ja, Karol. Die hat ihnen nicht viel geschlossen und sie sind noch dumm und d'accord. Also, das ist am Gespräch oder schlossen wir ihnen nicht los und dann gucken wir, was sie sagen? Nee, wir haben das einfach dezidiert beim Chef oder sie kriegen das los geschickt. Ja, nee, wir haben dafür keine Reunion gemacht, gehabt, mit einfach, weil gerade halt ein Trampolin muss lo abgeriecht gehen und dann denkt man, dann das Futti. Oh, ich sage, nee, komm, ich rieche den ab, das ist noch ein, aber sie soll wahrscheinlich selber noch gucken. Also ich fand das ein bisschen, sogar ohne die Konvention können sie selber ein bisschen noch gucken, das ist mir noch. Wenn wir, dann machen wir lo so, dann ist proper, dass sie mir das lassen. Ne? Also das hier ein Trampolin haben sie eine andere Responsabilität. Ja. Feiert, wenn ich das gesehen habe, die haben ja geschrieben. Und da steht Les Auberges oder so, der Staat hat akzeptiert, dann werden sie das. Dann kriegt, ja. Ja. Was für Russus geschenkt am Fungel, also das ist just die Türe von der Konvention, wo man einen Titel gratuit gibt, mir bleiben Proprietär davon als Gemeinde, wenn ich das richtig gesehen habe. Man dachte, weil steht ja da, wenn die Konvention nicht ist, l'administration reserve le droit de reprendre le trampolin. Also wir gehen nicht, mir das schon sagen, ja, das ist am Fungel, wir gehen hier gratis zur Verfügung, und wenn sie das nicht respektieren, dann sind wir, ja, okay. Okay. Und da gebe ich das zum Wort, stellen, wenn das mit der Dora Konvention verstanden. Das ist dann noch unangenehm. Merci. Der Punkt finde war einfach, dass die Statuten, wo wir die Rack kriegen, das ist immer ein Prise de Connaissance. Wir machen da mal das gut nicht. Also das Association Simmorg. Voilà. Dann Punkt 6, das ist ein Deckendossier, die hat eventuell von der Kuh gekommen, das Leihendossier, das ist die Approbation vom PRP Döppelfabrik, das ist in der Rue Maximilien, Rue Ermesinde, das war schon für längere Zeit an der Bautekommission, und das ist soweit fertig, und das ist die Approbation von dem PRP, das sie können nur fangen. Gehen nicht auf Frauen, kein gut, da vorne, ja, Jean-Claude. Ich habe ein im Detail geguckt, das hat mir gar nicht gefällt. Und den Plan, das Teicht vom Gebäude an der Rue Maximilien. Und an der Rue haben wir Sinn, du hast keine Diskussion. Das Teicht, da passen sie sich dem vis-à-vis. Und mir wird sicher, dass an der Rue Maximilien, die dann raufgeht, bei den Bäcker Zähren, da hinten, der Teicht vom Gebäude, also die holen dann alle Operen Sonne. Die sind auf drei Steck, das ist plus Komplen, das ist kein glückliche Lesung. Ich weiß nicht, ob wir da etwas können nach anderen, wahrscheinlich nicht. Ja. Sie werden sich über die PAG heilen, aber das werden da viel Kritik kriegen von der ganzen Straße.
Du hast gesagt, letztendlich muss man wissen, was man will. Auf der einen Seite wir müssen eine Verdichtung kreieren, intramuros, wir müssen Banden am Stadtkern, wir haben verschiedene Plätze an der Stadt immer stark Trupp gesagt, für Männer Terrorverschwendung zu machen. Ne? Wir sind ja an den Diskussionen vom PAG, das ist extremst schwierig für so einen Wert an den PAG ranzukriegen. Wir haben aber immensen Druck auf den Wohnungsmarkt. Und dann, ja, so ein Streichsteck, also kein Drama. Ne? Das ist, wir haben auf verschiedenen anderen Plätzen wissen, wo es ein Feuersteck möglich ist. Ne? Natürlich, also immer so, die anderen heißen, es sind Lohn nach Männer, aber sie können noch auf die Heisch gehen. Ne? Dann ist das ist immer egal, wen, egal wo wohnt, wenn ein Changement kommt, das sind nie froh, damit, weil das Changement ganz oft nicht bitte fick für ihn, also weil er da nicht gewinnt. Ich verstehe das, aber ich auf der anderen Seite muss man auch durch von der Wohnungsnot an eben noch den Auftrag, den man auch kriegt, noch vom Ministerium des Logements, ne, dass man so eine verdichten. Ne. Ja, und das ist auch die dritte Richtung. Ja, ich muss sagen, dass du an die Bautenkommission gegangen bist. Das heißt, du hättest ja noch ein Navi aufgehen und das heißt, bist ja bis zu lange Regeln gelesen. Ich habe darüber geguckt und mir ist eben nicht so, ja, okay, bis oben die 40, 60 Meter, ja. Mit das ist ein außergewöhnliches, so nicht mal, für ja nicht nach. Das ist nicht aus dem Ding heraus. Auch da. Muss ich sagen, das weil der PRP ist, das kannst du nämlich genau nur die malen Dinge kannst du derogieren zum Baudokument. Dafür musst du PRP machen. Ne? Aber dafür hast du das Instrument dafür da. Ne? Du siehst ja auch Avien dabei. Das ist nicht, dass das etwas ganz, ganz Schreckliches wäre. Natürlich, ich denke, ja, ich verstehe. Jean-Claude seine Remarque, dass du den einen oder anderen persönlich sagst, ich bin ein jüdischer, besser Mann. Sonne liegt. Ja, das ist leider so. Okay. Wenn du sonst kein Froh mehr sind, dann gebe ich den PHP-Doppelfabrik zum Wort, dann bin ich mit d'accord. Das ist dann noch unanim. Merci. So, dann kommen wir bei dem Dossier Petit Marquise. Da sind ein paar Sachen dran. Da dient als Punkt A, das Klassement. Wo wir schon wie lange den Brief von der Kulturministerin hatten, wo wir immer noch ein bisschen aufgewartet haben. Eigentlich haben wir gesagt, wir sollten aufwarten, bis die Feier fertig sind. Dann sind wir immer nicht fertig. Wir machen jedenfalls nicht essen. Wir wissen auch, wo es rausgeht. Wir haben auch die Bürgerversammlung an proposierten Schäferhut. De se prononcer pour le classement comme monument national des vestiges archéologiques situés sur le site de la Petite Marquise, sous condition que la ville d'Echternach soit soutenue financièrement par l'État concernant les travaux de restauration, de conservation et de mise en valeur du site. Je me dis, letztendlich, nicht anders, wie wir immer gesagt haben, wir können das nicht lang stemmen, und das ist auch gesagt von der Kulturministerin. Dass man durchgeführt in der Stadt Skin, das muss ich in Hanno nachgucken. Ich meine, wie geht es weiter? Ich habe schon auf der Versammlung gesagt, ich habe auch noch um Rade gesagt, weil ich gefragt gesehen. Wir brauchen einen Plan, weil die Pläne, wie sie da sind, funktionieren schon nicht. Und die Pläne müssen so geändert gehen, dass den höchsten Teil die Mauer können nach Halle gehen. Und dann eben die zwei Varianten, ein kann ja nach Halle gehen, das zugedeckt am Bittungs- Plack drauf und dann Gebäude drauf an die andere Variante, dass das eben da nicht ein Kryptarchäologie mehr bewegt, sondern etwas Großes, so sollte auch keinen Sinn. Ich meine, wenn wir etwas machen wollen, wenn wir etwas anderes machen. Und dann eben gucken, was da noch zusätzlich dabei geht. Einfach die zwei Varianten an der Gesamtplan und dann eben wichtig ist, eben das auch zu chiffrieren, das, was man am Trans schon gesagt hat, sie hört schon selber zu, nicht? Sie muss schon bei der Finanzminister oder Ministerisch, ja klar, Ministerisch, ja. Ja, bei Finanzministerisch gehen und dafür braucht sie konkrete Projekte. Und das ist eben das, was wir brauchen. Wir brauchen ein neues, konkretes Projekt, wo das dran ist und dann könnt ihr Entscheidung an die eine oder andere Richtung. Und das ist der Punkt. Und dafür wird man eben noch an dem Wort halt dran, dass einfach die finanzielle Bedingung vom Staat für alles extrem wichtig ist. Ja, kann man.
Ja, so wie der Lohai 4 geschlagen wird, zu klassieren, das stimmen wir natürlich mit. Aber ich freue mich auch, dass wir nur auf den Weg dann so wie 4 geschlagen hoffentlich werden gehen. Von Anfang an hat man ja gesagt, wir sollten mit dem Kulturminister zusammen schaffen. Und wir hoffen uns natürlich, wie die alle guten haben, durch dann eine höchstwertige Lesung für diese Zeit, natürlich am Ende von unserem Marktplatz, das oft genug gesagt gehen, die wir ja als gut Stuf angesehen. Und das ist auch an unseren Ehren für erst danach zu positionieren von einer Stadt, einer Kulturstadt und einer Tourismusstadt. Und wenn wir dann nur auf den Weg gehen, dann leidet uns auch im Herz, dass man natürlich erst danach ein Bierchen dann auch mit auf den Weg holen, so wie man das angefangen hat, und dann noch drunter weiterschaffen. Ich meine, dass das auch ins Herz gelöscht geht vom Kulturminister. Und dann sind wir sicher, dass den ersten nachher dann auch wird da durchhandelt stehen, hoffentlich. Wir sollten also auch, dass das auch schon angeklungen gewesen an der Bürgerversammlung, und du sind nicht d'accord, oder wir sind d'accord, dass wir sollten zeitlos sein, da ein ordentliches Projekt auszuschaffen. Die Archäologen haben hier Arbeit gemacht, ich so wäre nicht ganz fertig, aber trotzdem müssen wir brauchen Architekten, für da ein schönes Projekt auszuschaffen, für was nicht sogar ein Architektenkonkurs lancieren, das ist mal eine Idee so von uns. Und wenn wir dann die Ausgrüppungen da klassiert tun, dann so wir auch schon auf dieser Platz, vielleicht ist das schon zu frei, aber dann ist es für uns zu tippen oder wie auch durchgeben, vielleicht für den Minister den Sitz zu schenken, das wäre an unseren Ehren wirklich dann ein No-Go. Und dann muss man die nächste Decision, wie es so gesagt ist, wenn man etwas chiffriert ist, um durchleihen und dann werden wir ja dann in dem Moment mehr darüber debattieren, weil immer etwas chiffriert ist, können wir ja selber auch nach da keine Decisionen holen. Aber mal zur Klassifikation, wo es ja heute darum geht, sind wir natürlich froh, für das können wir zustimmen. Ich gehe direkt weiter. Ich will etwas vergessen. Es sind zwei Sachen, die man muss machen. Das ist eine Architektur, also ein Gebäude. Und dann das ist effektiv, das ist, was du gesagt hast, was könnt ihr dran haben? Ja, und da müssen noch zwei Büros damit beobachten. Also da hat man wirklich Willens, mit dem österreichischen Büro weiterzuführen, weil die auch relativ gut vierräumig gemacht haben. Und das ist für den Kontinu. Und da ist effektiv eine große Bedeutung sinnvoll und notwendig, damit man etwas Gescheites da dran kriegen. Ne? Das andere ist eben natürlich, die Piste machen wir parallel. Das ist richtig, ja. Merci. Ja, für dich mal Felicitation echtens auch für die gute Informationsversammlung. Ich meine, das war extrem interessant und du hattest schon immens viele Positionen. Das war mir einfach auch nur, sich eine Position zu bilden, ob in vier oder gegen so ein Klassement wären. Ich meine, das hat auch viel dazu beigetragen, dass den Haut auf einer Linie das Fett froh vom Klassement geht. Ich meine, wir haben, wie du auch vielleicht wisst, und parallel ja eine Arbeitsgruppe von der Gemeinde, die Protection du Patrimoine ist, Embellissement Urbain, wo wir auch über diesen Dossier gespart haben, und einfach einfach für das, auf diesen Punkt mal zu gehen, weil ich meine, das wäre also nicht unwichtig, wo auch natürlich ich froh darüber, wie wann die Gemeinde sich prononciert, auf Favor von so einem Placement, weil ich das einfach gesagt habe, als ein Objekt, den von einer ganz großen Wolle kann sein, eben auch für den Tourismus in der Stadt, auch für die Geschäftsstelle in der Stadt, für die ganze Stadt, die ich dann auch, wenn ich das richtig aufpackt, dass ich da eventuell auch kann den Genre Center Rencontre holen für die Gemeinde. Also es sind ganz viele Possibilitäten da. Und ich meine, es hat ja auch geklungen an der Informationsversammlung, dass die Stadt bereit ist, für das finanziell nicht just mit zu drohen, sondern sogar maßgeblich eigentlich mit zu finanzieren, innerhalb der Voraussetzungen, die gesetzt sind. Und ich meine, dass wir bei einer ganz guten Linie sind, wo wir das dort einfach als Chance gesehen haben, so, weil das dort können wir, wenn wir das richtig packen, können wir etwas mehr besser wie Haut und Trifolien, wo wir aber Mengen nicht ganz oft ganz stolz darüber sind, dass wir den haben. Wo wir stolz darüber sind, dass Leute hinkommen, für hier Konzern zu leisten, weil ihnen das auch sonst nicht unbedingt so an dem Ausmaß in der Region hört. Ich meine, selbst können wir auch bei der Marquis kreieren, aber wir können Marquis am Anfang als oder wir können das Projekt so ausschaffen, dass ein Dreh- und Angelpunkt geht für uns, Geschäftsverkehrs- und Tourismus weiter umzukurbeln und für weiteren Punkt vorzuholen, auch generell am Land. Du weißt, es ist ganz positiv und auch positiv, dass wir dann halt hoffentlich können unanim votieren, für zu klassieren und da weiter an so einer guten Kollaboration mit den einzelnen Instanzen schaffen, für zu gucken, was wir aus dem Projekt machen.
Das ist gut. Wir müssen so sagen, also kennt ihr alle gut die Position, ich war ja den, den am Herzen gestüppelt wird an der Séance d'Information. Aber erstens, ich gebe so die Resolution, die wir hier um den Schleinen, ich fand die nicht gut. Ich gebe die vereinfachen. Ich gebe mich doch nicht ob, ob eine Versammlung oder ob auf Briefe berufen. Ich gebe einfach so, vu l'intérêt historique et archéologique des vestiges, die situé sur le terrain tel et tel, au cadastre, so und so. Vu la vie de la Cosimo, vu la vie du comité scientifique indépendant, gebe mir es rallieren, am Erwirre für das Klassement. Das wäre nur was die Resolution belangt. So, das ist verstehen, just führen. Änneren, also für den Dicken. Ja, nee, so, mit dem Dessert ist dieselbe, aber. De, also die Dessert ist dieselbe, okay. Ja. Mir gibt es so, also okay, wir ja. Berufen uns nicht auf, auf eine Präsentation, ja, den an den Tag, ja, okay, oder auf, okay, auf eine, ja, Visite des Lieux, den an den Tag. Nee, mir gibt es so einfach, ja. Fakten, 1, 2, 3. Okay. Das andere, das natürlich, du gesagt, das, dann, mich, das ist unter selbe Stelle, was ich gesagt habe an der Versammlung, vu la situation financière précaire de la ville d'Echternach à la suite des inondations désastreuses du centre urbain du 15 juillet 2021, la valorisation du site ne pourra être planifiée et exécutée dans un avenir proche, dans des délais raisonnables. Ergo, le conseil communal fait un appel au ministre de la Culture de considérer le projet comme d'importance nationale et de libérer et les moyens organisationnels et les moyens financiers pour assurer une réalisation dans un avenir proche. Du hast ein schlechtes Beispiel geholt, du hast vom Trifolion geschwärmt. Wir können als Kind zweiten Trifolion nicht, den heute zuerst nach. Ein Trifolion, das geht durch. Na, ich schon genauso gerne wie du, es sind auch alle Verwaltungsrote Schmengen, aber wir können als nicht ein Projekt nicht, wo wir falsche Kästen haben, wo wir nicht gesehen haben. Also, das das ist meine Position. Ich meine, wie war das Klassement geplant? Ich meine, du hast gut keine Diskussion. Ich meine, du gesagt hast, dass der Besatz wird, muss theoretisch valorisiert gehen. Ich meine, da sind wir auch dafür. Ich meine, das ist, ich meine, Chiffre rund um den Tisch. Die, wie ist das, dass wir da eine Chance zu mir, eine Chance, die wir jetzt nicht leisten können? Jean-Claude, das ist logisch, wir lösen ein zweites Wort an, ein zweites, eine Motion oder wie? Mais du dois mettre la résolution communale de d'autre dossier. Non. Ja, der nächste Punkt, dann du den zweiten Punkt logisch gesagt. Nee, schon da du, nee, schon da also das schon die Resolution hätte ich geändert. Ich schätze also die Seite ist prononciert für das Klassement und dann haben wir drunter, was der wird das soutenir finanziellement. Ich werde das am Anfang nach mehr, ich will mehr präzise darüber, wie ich das so bezüglich das da ganz, ganz einfach. Das wäre gut, wenn man das schriftlich Fehler gehabt hätte, ne? Das ist so schwierig. Ändert das etwas? Das. Ich muss, ja. Wenn wir schon eine Resolution wollen, dann müssen wir da vielleicht ein bisschen, ich weiß nicht, Juristen, aber vielleicht ein bisschen. Jean-Claude, wir müssen ein Wort holen. Ja, ne? Da muss man aber auch den Text fehlen, für das Wort zu holen. Das ist schwierig, weil man nicht genau wissen, präzise, was daran steht. Also, wenn das du einen Fehler gehabt, dass ein Grumrum geht, okay, das ist natürlich für dich gut, dann ist das für mich gut, aber lo, ich finde wohl ein bisschen nur gelöscht, aber ich finde nicht nur präzise Dinge. Dann, wir müssen, ich glaube, muss auch etwas tun, was du dann gesagt hast, dass du die Worte immer geholt haben. Oder bist du immer den Wort? Ja. Par rapport zu der Form von der Resolution, eine Resolution als sich etwas vorhin sich selber damit etwas beobachtet, dafür habe ich nicht richtig verstanden, für was das man anfangen eine Resolution macht, weil sich das, was ja von uns gefragt ist, als dass man ein Wie gehen par rapport zu der Proposition der Klasse von dem Kulturminister. Also ich hätte nur echt damit gerechnet, dass einfach gegen einen Punkt im Ordre du Jour steht, wo steht,
Avis oder Proposition von dem Schaffenrat avisé positivement la Proposition de Klassement. Weil eine Resolution, also sich ein dummer dafordere mir als selber ob etwas zu machen. Also ich weiß nicht, ob da ihr im froh tut, par rapport zu der Form von dem, was wir machen. Dafür hatte ich die Froh sowieso abgeworfen, dass das ein bisschen anders, wie das, was Jean-Claude sieht, mir stellen, du wenn die Froh einfach mal direkt, ich ging nur aber vielleicht auch noch etwas Kleines so. Also, ja, sicher. Mir gesagt, ich meine, wir müssen aber einen Text leiden, wenn wir Wort holen. Ne? Wir können doch an zwei splitten. Wir können doch einfach ein Wort holen für Klassement und da können wir für die nächste Gemeinde zum Beispiel eine Resolution zusätzlich holen. Als Beispiel. Aber da muss man den aber viel lang, wenn das Schiedsrichter nicht gesehen hat, und das Schiedsrichter da hat auch ein Wortlaut, wo Schiedsrichter sich spannen kann um die Wortlaut. Ja. Ich fand doch sowieso, wenn es just das für den Punkt für das Klassement hat, da fand ich sogar die Sache mit dem soutenu financièrement, dann haben Finanzen an sich nichts damit zu tun. Es gibt sowieso das Klassiert. Ja. Aber wenn just das, dass wir müssen hier ein Wort dafür holen, dann darfst du das mal am Ende nach mal gerne dann an die Beschluss hier rassetzen. Das könnt ihr das ja dann zweite Wolle, wie spät. Wie das dann ausgesagt und dann für die Finanzen, das tut ja auch nicht direkt etwas rein mit dem Wort für das Klassement zu tun. Also. Nicht ganz, das ist ein konditionelles Wort. Ne? Wir sind dafür, sous condition que, das ist ein konditionelles Wort. Wenn die finanzielle Unterstützung nicht kommt, dann sind wir nicht für das Klassement. Wie ist das? Das ist nie so rüber, glaube ich. Ich möchte nicht so, wenn man da fand, für das Klassieren. Ja, Carol. Also das, was du machst, das ist schon richtig, das Klassement, also sich unabhängig von den finanziellen Wollen. Ich verstehe, was er meint, ganz klar. Und ich meine, das ist auch wichtig, dass man das so, und das gesagt, du machst genau dasselbe, dass man natürlich auf finanzielle Hilfe angewiesen sind. Mit dem Klassement und die finanzielle Hilfe was als nicht direkt gebunden. Und auch wenn wir unseren AVI positiv zu Kondition setzen, muss man auch so, und dass das juristisch wahrscheinlich nicht unbedingt viel wert ist, ändert das sich nicht in dem Klassement. Das hat man für einen Jahr auch schon ein bisschen weiter diskutiert. Wir waren unabhängig davon, ich meine, wir sind uns alle gut eins, dass man dass wir die Proposition der Klassement positiv avisieren. Wir haben das als DP-Fraktion auch an der Reunion, die wir hatten für einem Jahr, auch schon so gesagt, dass es alles am Anfang Problem ist, dass wir die Vestigen, die Fonds kaufen, dass wir die müssen erhalten und dass wir übrigens auch das ganz Positive sollten avisieren. All die Rapporten, die wir nur am Dossier haben, bedauern aber ein bisschen, dass man das letzte Jahr den ersten Rapport intermediär noch nicht am Dossier hatte. Weil wir konnten von der Madame Biss, konnten gemeint am Februar 2021 schon Rapport intermediär und an der Reunion, das letzte Jahr am Mai, die wir hatten, als gesagt haben, wir haben just den Brief von der Kulturministerin, so schnell. Das war in dem Moment dann nicht ganz richtig und ich wäre froh, wenn wir da aber auch dann in Zukunft auch die Sachen transparent hätten. Weil das war nicht ganz. Man hat eine Karte gespielt, muss ich sagen. Wie soll es weitergehen? Diana hat eine gute Sache gesagt, ich will auch gute Sachen sagen, dass es so ein, die zwei Möglichkeiten, die auch geschwärzt gehen, zu decken oder erhalten und an Wallen setzen. Und als DP-Fraktion, das hat man letztes Jahr auch schon gesagt. Carol, natürlich, dein Mikro ist noch ganz schlecht gehen. Die Waffe drüber besser, das soll immer mal gut gehen. Ich habe es drauf gelöscht. Okay, ich probiere nicht durchzupacken. Geht gleich besser. Hey, dann ist so besser. Ja, ist besser. Okay. Wir optieren ganz deutlich für die zweite Option, das heißt, der Halen und die Mise en Valeur von dem, was von Kindern ist. Weil wir der Meinung sind, dass wir auch als Gemeinde verantwortlich, responsabel müssen, wenn wir da umgehen, was von Kindern ist. Wir sind die älteste Stadt vom Land. An so ein Dekuvert, und das geht ein bisschen in die Richtung von dem, was Carol Zeimetz gesagt hat, soll an Eisenahn nicht
an dem sie nicht zudecken ging, quasi ad acta gelöscht gehen, mehr au contraire, so als Chance gesehen an uns an. Weil wir haben auch, und das muss ich ehrlich zugehen, aber eine Situation, wo wir als Geschichte nicht immer ganz gut nach außen in Evidenz setzen, aber wir könnten das an meinen Namen und unseren Namen könnten wir das durchaus besser machen. Bei dem Erhalten, und du willst so nicht, verstehe ich auch eher Mark par rapport oder eher Kondition par rapport zu den Finanzen, also es ist wichtig, dass wir das natürlich am Erbe halten. Und du siehst dann auch beim Jean-Claude, das ist richtig, dass wir es nicht wirklich können den zweiten Trifolium leisten. Wir wollen halt keine Suhlen an die Hand holen für die Abwertung, für die Abwertung halt zu machen. Der Kulturminister hat ja auch der Gemeinde gesagt, dass sie eine breite Subventionierung ging envisagieren. Die sollte man auch freuen. Ich meine, du hast wichtig, dass man einen guten Zusammenarbeitstum am Kulturministerium, ja, auch mit anderen Ministerien. Ich denke, du hast ja schon den Tourismusminister, den ich kann approchieren, aber auch den Innenminister, den ich auch soll vielleicht vor, für unterstützt zu gehen. Also, wir sollten uns da breit abstellen und wirklich den Kontakt mit allen staatlichen Instanzen sichern, für die bestmöglichste finanzielle Hilfe bei dem heutigen Projekt auch zu kriegen. Wie stellen wir uns als DP par rapport zu dem aktuellen Wissensstand, mit dem, was wir auch an der Bürgerversammlung gesagt haben, eine Erhaltung an Mise en Valeur 4? Das ist klar, dass wir müssen Hilfe von Experten holen und ich sind noch ganz einverstanden, was du gesagt hast, dass wir müssen Hilfe von sowohl was den Bau angeht, wie auch das, was wir an der Struktur selber wollen dran machen. Wir können ja auch par rapport zu dem ganzen Projekt, können wir ja auch das fünfte Projekt machen, und das ist vielleicht nicht unwesentlich, dass wir nicht gesagt haben, dass können wir ja a priori so realisieren mit einem Kommerz und mit auch Wohnungen, wie doch viel geplant wird. Ich meine, das ist nicht unwesentlich. Wir haben die Situation haben, wo die Sachen gefunden werden und die sollen auch alle gesagt gehen. Das heißt nicht, dass das ganze Projekt nicht kann realisiert gehen. Mit da, wo wir die Dekouverte gemacht haben, kann ihn mit dem, was wir gesagt haben, und die Beispiele, die wir gekriegt haben, kann ihn durchaus für ihr schon noch ein Point d'Attraction daraus machen. Das sowohl für Touristen, aber auch für die Tische nach Abirja. Ich meine, das ist wichtig. Es muss für jeder etwas dabei sein. Persönlich, und ich stütze neben Tim Christoph, wie wir die Bierversammlung hatten, persönlich kann ich mir durchaus vorstellen, dass ich auf der Platz auch eventuell den Touristinfo kennt, deplacieren und dass man am Anfang die Visiteuren auf der Platz einen direkten Ableger in eine Geschichte gehen. Mit den erhaltenen Mauern, aber auch mit einer Dokumentation, mit zum Beispiel digitalen Tafeln oder sonst interaktivem Material. Und für die Leute so, ob als historisch, ob als kulturell, ob als kulturelle Patrimoine auch hinzuweisen. Aber nicht nur für Touristen, wir müssen die Bürger auch unbedingt mit ranholen, sodass an Eisenern auch an denselben Räumlichkeiten nicht auch muss möglich sein, für zum Beispiel Versammlungen zu machen, Ausstellungen zu machen, für auch die Schule. Ich meine, die Schule ist auch ein wichtiger Aspekt, für auch die Schule mit an die Struktur ranzukriegen, an als Geschichte auch die Kanner mit zu bringen. Dass am Endeffekt für jeden aus sich auf dem Sito etwas kann dabei sein. Und ich meine, dass man die Chance so sollen nutzen, für als Staat, für als erste Staat auch vielleicht nicht mehr da an Evidenz zu setzen und auch den Appui zu holen von den Leuten, die sich wollen darunter beteiligen, von lokalen Historikern, von interessierten Bürger, die mit wollen darunter schaffen, dass wir heute vielleicht etwas Großes können an Platz setzen. Das zum Kontinu, wo es richtig ist, da brauchen wir auch Hilfe. Und dann zu der Struktur. Ein Architektenkonkurs, ein internationaler Architektenkonkurs können wir uns durchaus auch vorstellen. An der Bürgerversammlung sind da schon eine Reihe Überlegungen gemacht. Gehen. Da spielt den finanziellen Aspekt natürlich eine ganz wichtige Rolle. Es kann ihn, so wie es präsentiert wird, quasi ein Haus rekonstruieren. Wenn ich mir das überlege, denke ich, dass das wohl eine von den teuersten Solutionen wäre, für das Ganze abzurichten. Es kann ihn aber auch, und das haben die Archäologen uns schon an der Arbeitssitzung letztes Jahr gesagt, es kann ihn aber auch das Ganze integrieren an die Projekte, die wir schon hatten, und dann das, was wir wollten realisieren, trotzdem zum Teil auch
auch machen. Ich meine, dass das vielleicht finanziell mehr tragbar wäre, weil man ja auch muss am Hanakap halten, dass das ganz, dass man auch noch muss in einem Proprietär do Appartementen zurückgehen und dass man aber als Gemeinde auch muss an die finanziellen Wolle denken. Also egal wie das Projekt noch ausgesagt, wir sollten ein Eisen an, und du gehst dem Jean-Claude dann sehen wie nicht recht, wir sollten als Stadt erst noch machen, mit der Unterstützung vom Staat, von ganz verschiedenen Instanzen. Wir brauchen natürlich Hilfe, wir brauchen nicht nur Hilfe wir brauchen die Hilfe auch an der Konservation von den Découverten. Aber wir brauchen noch Hilfe an der Dokumentation von unserer Geschichte. Das muss ich so. Wir brauchen die Hilfe national, weil es geht auch um nationale Geschichte, wenn es um erste nachher Geschichte geht. Wir brauchen die Hilfe aber auch von Leuten, die interessiert sind, uns dabei zu helfen, wie wir unsere Geschichte, wie wir die Platz, so die besondere Platz, die wir in erster Nacht können, aménagieren. Also, wir sind favorabel zu einem positiven AVI. Wie gesagt, die Resolution ist am Ende nicht unbedingt die richtige Form. An alles Weitere sollten wir uns wirklich entourieren für die bestmögliche Solution für als Staat rauszuschauen. Ja, ich kann just etwas zu bemerken von all dem, was willst du dran machen, dass ein Fläche von 500 Quadratmeter als just vorhin, dann haben wir noch 400 Quadratmeter dabei, wo man etwas machen kann, sind dann insgesamt 900 Quadratmeter. Dann müssen wir höchstens gucken, dann müssen wir nachher gucken, wie Jean-Claude an der Maximilianstraße gesagt hat, für alles da dran zu kriegen, was Südlo abgezählt ist. Also wahrscheinlich kriegen wir nicht alles dran, wie sie das vorgestellt ist. Tschüss, etwas beim Finanziellen zu sagen, für das aber klar, sondern Jean-Claude. Natürlich, gehe ich da recht, dass den Finanzen zu gucken. Ich gehe aber auch davon aus, dass wenn ein empirisch Wege da guckt, was andere Projekte am Land bezahlt gehen, respektive was verschiedene, wo die direkte verschiedene Administrationen werden, verdenkt wohl erst nachher bin ich ja demnächst für Projekte, ob ich nicht gehen, können sich an Mengen naiven, jungen Leichtsinn vorstellen, dass man da tut, wenn man andere Projekte stehen, zu von den Teva Prozent ausdrücken, zu 90, 95 Prozent bezahlt kriegen. Weil ich meine, wenn es von der Valor ist, wie man so wie das, aber bestätigt das, dass das ist, dann hört die Verein, dann hört, wenn er valorisiert, geht nicht just mehr etwas davon, aber du hört dann ganz Land und ganz Region etwas davon. Das ist, ich meine, dass den einfach da eigentlich müsst davon ausgehen, dass den, so wie ich auch mal damit nicht verstanden, seht den sich mal mehr in Hand an einem Projekt, der das ich verstehe, dass das vom Minister verlangt wird, für zu wissen, sind die dann nachher Bege oder die nachher Gemeng, Hand an einem Projekt oder nicht. Aber wenn sie so, wir sind Hand drin, und wir stehen Hand drin, dass den dann einfach kann verlangen, dass das eigentlich bis zur Totalität bezahlt wird. Mehr ich. Ich weiß, dass die Sachen alle gut an der Praxis sind und wie kompliziert sind. Ich meine, dass dir wenn einfach ruhig mit einem gewissen Selbstbewusstsein bei dem Halbprojekt verlangen. Ich meine, mit 90% sind wir alle d'accord. Okay, soll ich versichern, resümieren? Wir sind als eins, dass wir ein positives Wort hören. Wir sind als nicht eins mit Resolution. Ich bin einfach so, wir machen just ein Wort, ohne Resolution. Ja, na wie positiv, ohne Resolution, einfach, dass wir einfach na wie positiv zum Klassement holen. Und dann, wenn wir wollen, eine Resolution holen, dann muss man das hier aber ausschaffen und dann mit das vor, da als eins zu gehen. Ich gebe so bei na wie positiver steht für immer da verstanden. Ist das? Okay, da gebe ich froh, wenn das dann mit der Kram am Klassement von der Petite Marquise, der Lügor. Das ist dann unanim, voilà. Das hat dann ein bisschen lange gedauert, aber dann heißt es zu gut, weil es ein bisschen lange gedauert, wenn das Resultat dann nicht richtig ist. Wir sind aber bei der Marquise noch nicht ganz durch. Wir haben noch drei andere Punkte. Und das ist ja wohl so. Und für uns tut, wir müssen nur als Gemeinde ein bisschen selber finanzieren. Wir haben schon ganz viel da finanziert. Das will ich einfach schon mal so. Und das sehen wir auch an den nächsten Punkten. Der Punkt B ist aber bei so einer Konvention, das ist die CDCL. CDCL, das ist die Firma, die einen Auftrag hat, für die Marquise zu machen. Da sind verschiedene Rechnungen. Selbst bezahlt gibt verschiedene Nippe, das sind auch Sachen, die abgestungen und vor noch an dem Projekt, auch noch Deals von der Straße dabei, die schon einfach realisiert wird. Also das ist schon so, mag ich das wohl gestoppt, gehen wir aber an der Straße nach Abend, die sie auch gekriegt haben. Und da hat man dann mit den Negotiationen, und da gibt es einfach nach 100, grob, also schön resümiert, 116.000 Euro abgestohlen. Also wir gibt eine Konvention machen, aber mit den 116.000 Euro wären die,
die Sachen all gut aufgeglacht. Dann komme ich bei noch einen anderen Punkt. Wir haben einfach nach die Erbschen, die schon gemacht sind, respektive die Erbschen, die in Zukunft noch kommen. Und das steht alles an der Konvention dran. Und dann als CDSL dann zufrieden für den properen Aufschluss dort zu holen. Geht das dazu eigentlich froh? Und da geht ein Monto von 116.000 Euro. Das kann ich froh, da gebe ich das zum Wortstellen, wenn du mit dem D'accord. Das ist auch unternehmen. So, nur die mit Butterpillasten C. Das ist Approbation du Protokoll d'accord transactionnel. Das ist an sich Schadenersatzforderung von der CDSL. Die wissen, dass wir hier am Gemeinderat darüber geschwärzt haben und sie hatten eigentlich. Das hat natürlich echt gepokert, wir haben 18 Millionen verlangt. Wir haben gesagt, wir hatten einen neuen Auftrag für 18 Millionen und wir hätten die gerne. Und das ist der Manga Gagné und hier und da. Wir haben uns ein bisschen informiert, wie das tut, was da geschieht, wenn wir einfach nichts machen. Sie geben das natürlich auf Gericht und dann geht es dann fortschritt. Das Firma nichts gekriegt, wenn nicht der Fall. Und, du hast von bis und der Tor so 10-15% das ist das Minimum, den der Richter, egal wie, so 10-15% von der Wolle hat die Firma zu gut, ob sie das gebaut hat oder nicht. Ne? Also, die habe ich nicht gemacht, was sie bezahlt haben, wenn das einfach da, sie hatten ein Projekt, das haben sie auch gesagt, sie haben natürlich ein Projekt eventuell dafür nicht abgeholt, sie haben Leute reserviert dafür, für den dritten Projekt zu machen, aneinander schon von dem Moment, wo wir so ein. Wir machen nicht, bis sie ihren Betrieb organisiert haben, als schon mit ein bisschen Probleme zu dienen. Und da hatte ich, da hat man dann die Negotiationen. Wir hatten vierzigshalber am Budget schon einen Montant angesagt, 2,5 Millionen. Wenn wir den angesagt haben, dann war ich an Negotiationen mit ihnen gegangen. Und ich habe gesagt, ich kann auf keinen Fall mehr gehen, wie die Gemeinderat am Budget stehen hat. Und da sagte der gute Mann, wie viel hast du dann schon? Wenn du schlecht vorbereitet, weil du hast das nur geguckt, dann gibt es dann nicht Poker gekommen. Aber gut, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind als dünne W1 gehen, da ziehen wir den 2,5 Millionen. Also, du hast dann Träger an seinen Verwaltungsrat gegangen und du waren sie dann kurz schon ein Feedback, dass sie dann immer aufverstanden werden, dann nicht, dass wir außergerichtlich als du geeinigt tun. Aber auch teuer, das ist für nichts zu tun, dass das aber 2,5 Millionen. Frauen. Ja, ich merke für die Erklärungen, so wie es Lou gesagt hat, dass das dann rechtlich festgehalten, dass natürlich der Firma so ein normalerweise zugesprochen geben kann, wenn das geht auf Gericht gehen. Und aber froh man ist auch, wenn man die Dokumente durchliest, kann man lesen, dass es so ein, dass eine Resiliation von dem Kontrakt, der wäre unilateral. Und wir froh man ist, die Verhandlungen, die es so gerade angeschaut hat, für was, dass die nicht mit der Firma gemacht sind, ihr eigentlich den Kontrakt resiliiert ginnas, ob das nicht ein bisschen überstürzt war, und hat ihr Sto juristisch auch rot geholt, schulden nun ja, mehr von sie auch werdet als Juristin hier auf der Gemeinde oder auf welcher Basis, oder du auch viel zu bemerken, ohne irgendwie Rückspruch mit dem Gemeinderat gehabt zu haben, den Kontrakt resiliiert. Das ist mal das Ende. Auf der anderen Seite, auf dieser Platz, stellt sich natürlich auch die Frage, wenn man die Rechnung machen, was alles schon an die Marquis gelaufen ist. Dann steht auch noch den Mesenburg aus, wo Carol schon viel drüber gesagt hat, wo man Appartement natürlich sind, mehr, wo man ja auch nach allem zu und sind da auch auf Verhandlungen. Das ist einfach nur am Esprit von all den Verhandlungen, was der Stopp von der Marquis eigentlich für die Gemeinde bedeutet. Und voilà, weil du ein bisschen an unseren Ehren die Transparenz oder an diesem Dossier zu wünschen übrig gelöst hat, hat mir nur mal auf jeden Fall an unsere vier Beredungen die Idee hat, uns heute zu enthalten. Wir vielleicht hast du noch ein paar Erklärungen dazu. Am Mesenburg sitzen wir auch zusammen und hier sitzen wir mal vor Kurzheim. Und die sind nicht gewollt, du ich habe in dem die was das mal ein Konvention mit ihm oder mit dem Dokument mit ihm geschrieben, ne? Das war an sich das Dokument, das wir überhaupt sein Haus kriegt, ne?
mir hu mün net kaf müssen ausschaffen an dat war Conditio sine qua non wir haben dat Haus dazu kommen wenn man dat Haus gekriegt hat dann natürlich auch früher net fand das nach beim Not die man gemacht und okay das nach beim Not Ben merci ich war mir mün ein Schriftsteck dat war für und dat Gebäude zu kommen und dat steht dran an sein auf kurz gesucht müssen net gewollt du ich schnappst du mal zu anderen die muss dat bringen. Also, da sind wir schlecht runde, wir wären froh, wenn wir relativ schnell, also nicht nach langen Waden gehen. Zumindest den fichten Teil hingehen kriegen, dass wir da einfach das dort aufgeschlossen kriegen. Das tut so. Zum ersten Teil, was dann die Alternative zur Resolution? Sollen wir die CDCL bis nach immer am Denken halten? Also, sorry, ich schon habe. Der Chef, dass du für die Exekution von den Worten vom Gemeinderat heiße Rechnungen an das Haus kommen, regelmäßig. Und sie hatten gerade dem Moment, wie das von den Freien bekannt ging, als hatten sie eine extra Maschine durchstehen, die so viel Euro den Tag kostet. Und sie haben gesagt, hier kommen nur Rechnungen, wir müssen etwas machen. An unilateral, das an dem dann einfach unilateral, weil die so, für uns ist das okay, keine Force Majeure, das sind unsere Probleme, wenn du früher sind. Wir haben einen Kontrakt, wir haben eine Submission gewonnen an den neuen Auftrag gehen. Da muss ich einfach sagen, stopp, hier, das kannst du nicht weiterlaufen, du gibt keine andere Chance, du kannst es nicht machen, du hast mehr Jahren ein Project Manager auf dem dritten Dossier, den er durchgesetzt hat, den muss so klärt. An CDCL wird an sich bei uns so gut nachgehakt, so lässt doch mal, wir sind über die Presse gewogen, dass du etwas sagst, was das, fahren wir nicht weiter. Und da haben wir so lange gewartet, wie notwendig war, aber auch nicht mehr lang, wie es klar war, wir können nicht mehr da weiterfahren. Wie dem Moment der Brief von der Madame Kulturministerin gekommen ist, dass die Intention der Klasse mal, da haben wir das Prozedur rund. Und da haben wir das klar, dass du nicht mehr kannst, die Stäng zerstören. Und dann haben wir dann direkt gesagt, okay, du weißt, keine andere Möglichkeit. Das Projekt war so, wie die Ausschreibung war, wie die Auftrag rausgegangen ist, war nicht mehr zu realisieren. Da musste der Kontrakt direkt können. Und zwar so, dass das nicht noch weiter frei laufen. Wenn nicht, dann hat man noch viel mehr müssen bezahlen. Also, da war wirklich kein Schwach. Also, das ist nicht transparent, aber das ist einfach, sorry, das ist ein Daily Business, was der Beschäftigte sagt, ist das. Und da muss die Decision, oder wir haben viele der Decisionen, und da haben wir uns schon beruhigt gelassen, auf viele Plätze. Da gibt es aber nicht. Da gibt es auch im Nachhinein keine andere Möglichkeit. Sie gucken das her, sicher, das unilateral. Wir hätten das auch können durchsetzen, können wir nicht den Kontrakt lesen, sonst was schläft. Wir haben einen Auftrag mit einer Submission gewonnen. Das wäre genau dasselbe gehen. Also ich. Das tun wir auch gesund, das ist nicht dazu, dass die Gemeinde das nicht wusst. Ich habe eine Frage zu dem Akt Notariellen, den er gemacht hat am Meseburg. Steht da nichts von ihr Klausel dran, am K von dem Force Majeure, dass da die ganze Sache hilfreich ist. An die zweite Frage ist, wenn ich das Lob gewinnt. Just auf hier alles so steht, wenn er sein Appartement kriegt, oder? Ja, hin, da war dann im Markt steht, hin hat für sein Haus kriegt er 7 Appartemente. Das war der Deal. Ja. Das war dem Moment die Summe, was ungefähr wollte vom Haus aus, ne? Also ein Akt, den ich nicht mehr gif machen, ne? Mehr. Muss mir Himmel oder die bauen, die hin nur zu gut hat, oder muss ja aber irgendeine Flexibilität möglich sein. Ich denke, wenn wir mal 7 Appartemente hätten, da gibt man wahrscheinlich auch eins gemacht. Wir sind in einer Situation, wo man die nicht tun. Ja. Carol, da ist auch irgendwo. Ja, ich wollte ein bisschen reagieren auf das, was Carol Zeinwärts gesagt hat. Ich sehe persönlich und ich ganz froh, dass wir die Situation mit CDCL geklärt haben, weil wenn man nämlich durch eine juristische Affäre
angegangen wären, dann hätte man das ganz wahrscheinlich noch viel mehr lang mit uns weitergeschläft und dann hätte der finanzielle Graal noch viel, viel mehr lang über uns gehangen, sodass man eigentlich ein Akkord an diesem Fall par rapport zu einer Indemnisation dann stehen wir effektiv wahrscheinlich mit Sicherheit nicht auf Null kommen werden. Also ein Akkord eigentlich am Sinn von unserer Gemeinde und auch am Sinn von dem weiteren Verlauf von diesem Projekt. Gerade wenn es die Finanzen, für das man Prävisibilität zu werden, nur noch ob es tun könnte. Dafür ich meine, dass das schon gut gelaufen ist. Das ist ein dicker Mantel und das ist richtig, aber wenn ich eine Transaktion möchte, dann muss jeder ein bisschen Wasser sein Weichschütteln an. Ich meine, heute wäre es besser zu transigieren, wie effektiv nur unsicher zu sein, was bei der Situation herauskommt. Schon aber bei der heutigen Transaktion auch noch in einer Situation gedacht, das geht ein bisschen in die Richtung, wie das, was Carol Zeimer jetzt auch gefragt hat. Wir haben ungefähr für uns 2 Jahre oder 3 Jahre sogar, hat mir ich als Chefrat eine Autorisation gegeben, für eventuell eine Affäre en Justice zu machen gegen die Firma, die als das Projekt macht, das initiale Projekt Marquis gemacht wird und die, wie wir festgehalten haben, und was auch klar war, am Endeffekt als relativ schwach beruhen wird, für das mal live auszudrücken, und die auch Hannover müssten ersetzt gehen, weil sie nicht weiter geschafft wird. Sind wir da an einer Gerichtsprozedur gegen die Firma, weil wir gucken, ob die Finanzen an, wenn wir da zu viel bezahlt tun, dann sind wir der Meinung, dass man die so in Zweck muss froh, weil wenn wir waren uns also eins, dass das nicht gelaufen ist, so wie es vier gewesen war, dass wir da nicht zufrieden waren und wir haben die Autorisation noch, auch gegeben. Das heißt, also da auch zu einem Akkord kommen, oder wo sind wir an dem Dossier drin, weil, voilà, wenn es um Finanzen geht, dann sollen wir einfach da auch alles envisagieren. Ja, dass du als Jurist gerne Gericht geht, das verstehe ich. Ich persönlich so ein. Das schlechte Arrangement ist besser als das beste Gerichtsurteil. Also, Gericht, das. Wir sind auch immer um Gericht, wenn es im Trifolion, wenn es im Holzinnenausbau Trifolion. Trifolion ist also schon 13 Jahre alt, das Gerichtsurteil ist noch immer nicht fertig. Das ist immer ein Appell an Herrn Dörse. Das sind Sachen, die ich nicht unbedingt flott fand. Und ich gebe auch nicht gemein freiwillig an so ein Ding drücken. Nein, wir sind nicht im Griech mit der Firma. Auf der anderen Seite haben wir der Firma aber die letzte Rechnung nicht bezahlt. Und das ist vielleicht echt so, dass die Eis auf Griech gefallen, dass wir da so einen Rimmgefühl kriegen, da mit Rechnung nicht. Wir haben einfach gesagt, okay, wir haben einfach abgehauen mit bezahlen. Und da steht ja relativ etwas ab. Und die haben noch x-mal noch reklamiert. Wir haben als besonders nicht auf Griech gekommen. Ich persönlich gehe nicht schrecklich gerne in auf Griech zu holen. Carol. Also, wenn du es mal gut nachgelöscht hast, hatte ich auch ganz am Anfang gesagt, dass ich auch voll gut fand, dass wir eine Transaktion gemacht haben. Das heißt, mein Bitte war nicht dafür zu sagen, wir gehen auf Gericht. Aber wenn du mal siehst, dass wir da Rechnungen nicht bezahlt haben, weil wir der Meinung waren, dass die Arbeiten, die Services, die wir konnten, nicht gelegt waren, dann sind wir da auch verstanden. Also, mein Bitte war nicht dafür zu sagen, wir müssen als Gemeinde auf Gericht gehen. Wir wissen als Konseil nicht alles, was geschieht, und dafür kann ich das auch durchaus dann nachfragen. Merci für die Information. Ja, ich habe just am Anfang ein Frage dazu, mehr zu den zwei Punkten. Das erste, was ich mich gefragt habe beim Punkt Meseburg, auch wenn es ein Akt ist, wo wir vorher gucken werden, als gesagt, gehen ja doch viel schon durch Keller gemacht werden, wo potenziell die Mauer schon gesehen gewischt wären, ob es da vielleicht nicht wenn sie denken, kein Präfen, ob ich nicht eventuell von einem Wissus oder kein Schwätzen, den Demos bei der Wand oder bei der Transaktion der Masche, also der Gemeinde 4 Anteile gehen, das einfach schon als Frode zu Welle, eben Keller und Gemeinde gehen, weil die Mauer gesehen hat. Das ist einfach schon ein frohes Wissen, oder vielleicht ob die Juristen nicht können gucken. An der anderen hat das Ähnliche, was ich mich froh bei denen, weil bei der Transaktion geht ja relativ gut den Auflauf aufgeschildert. Und da steht ja am Punkt, dass das ja CDCL war, der von sich aus der Gemeinde sich 10. März eine Suspension am Anfang von den Arbeiten geschickt hat. Und da habe ich mich froh, die Suspension, die sie gemacht haben,
kann ich nicht darüber basieren, dass ich, voilà, die da entsteht, die als Sicht eine Suspension gemeint hat, die nicht können vielleicht eine Suspension bleiben, die von hinten ausgegangen ist, oder was, wie hat die Suspension da genau ausgesehen, die CDCL am Anfang gemacht hat, vis-à-vis von der Gemeinde. Voilà, das ist am Anfang just die Frage. Die ist schon an der Lernheit, weil den Zwerver muss so, und ich meine, eine Transaktion ist immer eine Transaktion, und ein Akkord ist auch immer, also meistens, ich meine, es ist von zwei Seiten verhandelt, gehen an das Vertrag, das ist wahrscheinlich der letzte Punkt, wo ich nicht können dabei hinkommen. Aber wenn ihr seht, dass am Anfang, also am Dossier steht noch nicht die 18, die 15 Millionen an etwas, wenn ihr von 10% geht, dann ist ihr bei 1,5 Millionen an etwas, die ich fand. Ich weiß auch nicht unbedingt, wie es für Griechen ist, es gibt für CDCL, da ihr, wenn ihr seht, dass der BMW von 15 oder von 18 Millionen, die ist froh, dass BMW auch, wenn man 2,5 der Korb ist. Ich meine, muss ich wahrscheinlich dann einfach eins und das auch in Apple beißen, das ist leider ein teures auch in Apple, aber wahrscheinlich dann effektiv besser, wie die Initialsumme, die sie gefroht haben. Ich finde allerdings nicht verstanden, was Loding froh war. Mit der Suspension wird froh, weil sie haben eine Suspension gemacht, unilateral am Fungisiv von der Gemeinde. Also steht, dass sie den 16. März hat sie CDCL der Gemeinde gesagt, wir haben eine Suspension von Eisen abgestellt, weil sie kontrahnt dadurch waren, wenn sie die Fuji-Archäologiken, dass sie nämlich könnte weiter schaffen. Aber wie das ja diese Suspension schon kommen ist, so es wäre eine weitere Rechnung kommt, für die Maschinen dort zu lösen. Wie das die Suspension gefroht und die Suspension annonciert und als Menge froh, und sie dann trotz der Suspension, was sie gefroht haben, wo sie die Suspension gefroht haben, und haben sie trotz der Suspension dann einfach Faktoren geschickt, die dann ausgelöst haben, damit die Resilation gemacht haben. Das ist einfach just froh, weil ich nicht von der Suspension, was dann das eben am Auflauf von den verschiedenen Akten steht, dass das am März gewesen ist, die Suspension. Ich kann auf die Frage nicht antworten. Ich bin natürlich so am Detail nicht okay. Wie am Kap. Ganz ehrlich. Okay. Ich weiß das doch nicht. Okay. Ich meine auch nicht, dass er es geändert hat. Ich meine, dass egal okay. Wie. Hier kommen also, ich hatte die Reunion mit ihrem Mann aus dem Verwaltungsrat. Ja. Und da kommen die hin und gesagt, ich will keiner verkauft machen. Das ist die Frau. Weil das hat er direkt um ihn gewonnen. Und kommen direkt mit 5 Millionen. Du hast die Diskussion nur gegangen. Ich meine, dass ich das Maximum da rausgeschlagen habe. Also sind nicht geschleckt gehabt, wie ich mir das dort gesagt habe. Ich weiß nicht, ob ich das im Verhalten so durchkriege. Sonst muss dann muss ich gucken, die Menge ist noch baut nach viel Sachen. Und wenn der denke, will, hey, ich hatte ein bisschen gedroht. Ja. Und ich meine, das sind die, die ich noch nicht dafür schummen dafür. Bon. Caro, du hast doch gefragt, wie viel wir schon ausgehen haben, das ist schon wirklich viel. Wir sind bei 6,2 Millionen ohne der Titan. 6,2 Millionen, das ist Ascher, das was wir schon auf Länge bezahlt und das was wir auch schon aufrapp erbesten. Ganz, bis nur alles, was die Lokation im Meseburg so belangt, sind wir dabei. Ich bin den Juden dabei gekommen, da sind wir bei 8,8 Millionen. Das ist richtig viel Geld. Das ist richtig viel Geld, was man auch schon für die Bauterre eigentlich. Ne? Mit nach die nicht frei von Belage, das hier. Bah, das ist extrem. Und das ist auch das, bisschen, was ich ein bisschen schwört fand, das interessiert auch den Staat nicht. Da hat man auch an den Diskussionen, die man mit der Kulturministerin hat, nur gesagt, hey, das war ein Problem aus mir, da gehen sie gut drüber an. Ne? Dann hast du, wenn sie 90% von dem Gebäude bezahlen, dann hast du das Peanuts. Zu dem, was mir schon alles, weil da war schon die Fische noch nicht gebaut, da muss man alles noch machen. Ne? Bon, gut. Ich meine, das geht glücklich. Verstehe ich. Gebe ich trotzdem die Approbation vom Akkord transaktionell mit 2,5 Millionen zum Wort stellen. Wie ist das mit Akkord? Merci. Wen enthält sich? Okay, das sind dann 3 Enthaltungen und 7 dafür. Hm? Okay, dann sind wir noch nicht fertig mit dem Marquis, das ist Punkt D. Du sind in Arabischen zu machen, in einem CDCL hat du ein Arabisches Zimmer, das ist
dann ist die Fassade von dem Haus, was da steht, die soll eigentlich sollte schon direkt relativ schnell gebaut werden. Da wäre die dicht, wie das da ein bisschen lang dauert, musst du proper die Giebel muss proper aufgedicht gehen. Und dann sind noch Arbeiten oder eine Rechnung, die pro Gruppe noch soll kriegen. Das ist an sich an einem kleinen Volumen, das ist an sich den Architekten an sich Supervision, Project Manager war. Ne? Und all die Rechnungen dort zusammen oder das, was nach da estimiert, das sind nach 580.000 Euro. Ja, Carol. Ich bin eigentlich froh dazu, weil letzte Weekend, als du um Sitz von der Marquise rundherum als du aufgespart ging, hat das etwas mit den Arbeiten zu tun oder war das total an der Horde von dir? Weil ich bin darüber auch aufgespart gegangen, ich konnte aber keine Antwort geben, weil du geschieht das. Ich finde, du hast gesehen, wie ich hier hinab gemeint gekommen bin und dann habe ich gesehen, effektiv, dass du so Polisband aufgespart hast und das aber. Zuletzt bei Strauss, an der habe ich gesehen, dass oben der Bodzer aufgefallen ist. Ich vermute nicht, dass das mit der Markus zu tun hat, weil das schon kein Arbeit gewesen wie irgendwie Rütteldinger wären. Ich meine, das ist einfach nicht mehr, dass der Bodzer von dem Gebäude egal ist, einfach aufgefallen ist. Also ich habe so nicht gesehen. Ich habe aber ganz vergessen, denke, am Haus nur zu freuen, aber ich vermute, an première vue, dass es einfach nur ein Baufehler oder ein Alter kommen von dem Haus, was eigentlich nicht normal ist. Mehr effektiv, das heißt, umtritt war gesagt, du wo man Terrasse war, von wie die Restaurant da war, du sagst wirklich so Stecker Stück leihen. Okay. Wenn du sonst keine Frage mit dem Punkt D sind, dann gebe ich auch den, also den Kredit supplementär für 580.000 Euro zum Wirtschaft, wenn du mit dem D'accord, das ist dann unternehmen, nee, ich habe den Glück nicht gesehen. Kannst du mir den Ekran wechseln, Max? Ich bin just Carol im Moment. Luc, hast du mitgestimmt? Hast du mitgestimmt, Luc? Ja, okay, merci. Okay, ja. Nee. Ja, alles gut. Also, das war der Punkt 7d. Gut. Dann kommen wir bei der Punkt 8. Ja, das ist ein bisschen wie Frelisch. Das ist Approbation des Titels der Reset. Ich kenne sie nicht ganz durch. Die hat sie gesehen, aber ein Ding, das natürlich nicht so erfreulich oder wie wir tun, das ist der Kredit, den wir holen für 15 Millionen Euro, den wir gestimmt hatten. Wir für den Rest, wenn ich die wäscheln, das sind insgesamt 31 Millionen Euro, wo wir resetten und wenn wir die 15 Millionen wäscheln, dann sind dann immer trotzdem 23 Millionen, die rankommen, das hilft schon ein bisschen für die normalen Arbeiten zu machen. Ich habe den Detail gesehen. Den Hauptding ist, dass die von der Dotation 8,4 Millionen, dann bekommen wir selber 2,8 Millionen und dann sind aber noch ganz gut andere große Schiffen. Ich habe Spuren, ich habe das geguckt. Ja, mach's gut, denk vor. Ich will zwei Punkte nein. Wie erst mit dem neuen Plan, kein genau. Ich meine, die letzten hatten wir den 20. September gehabt, letztes Jahr. Und ich meine, unsere Tod ja viel changiert, ob wir den einen präsentiert kriegen. Und dann als E-Punkt die CGDs. Ich gesehen die suchen nicht halt drauf. Und ich habe noch geguckt vom letzten Jahr, Titel der Reset auch vom 20.09. Auch da waren sie nicht drauf gewesen. Und wir hatten eigentlich keine Sitzung gehabt. Und du hörst, okay, an den nächsten 8. oder 14. da sind die suchen da. Aber die wollen auch noch immer nicht da, wer noch so viel meint. Da ging ich da ein bisschen schütt fahren. Die kommen ja auch normalerweise hier auf die Titel der Reset. Okay. Ja, der Staat ist nicht der schnellste bei den Sachen. Das ist so. Wir waren aber beim Noten, das sind da Schriften, wir zu sind nicht im Kont, mit die kommen aber. Ja, der PPF, ja, genau. Den ist soweit fertig, wir gucken am Schaffer, dann könnte die nächste Gemeinde rot. Kriegt er den, ja. Wir hatten noch keine Zeit, am Schaffer zu gucken. Finde es andere Probleme. Und wir haben das aber so weit durch. Und dann, das hat man will, es effektiv zweimal am Jahr
den PPF zu weisen, hat noch gesagt, dass die heute besser ist, weil er aus dem Stand kommt und dann ist er mehr real, weil immer mein Budget ist immer ein bisschen mehr, ja, die könnt. Ja, die, ja, Karin. Und den PPF, lo, wenn wir den an dem Moment rot kriegen, kriegt die Finanzkommission den dann noch ein Jahr vier gestellt, weil die hatten sich beklagt, dass sie ihn einfach dann noch so kriegen, dass sie ohne vier gestellt kriegen, mach's verbessern, mich das tun so an. Kann in die vielleicht schon ein Jahr der Finanzkommission dann noch gehen. Du willst für dich an den Gemeinderat bringen, gell? Ich denke noch immer, dass der Gemeinderat Priorität hat, wie sie von Membern in der Kommission sind. Das ist mein, denke ich, mit das... Mach's. Wenn sie gegen die Sitzung machen, dann ging ich den Bloch vielleicht opportun fand, wenn sie dann den Präsidenten und den Sekretär vielleicht von der Finanzkommission ging's rufen. Und mussten nicht alle 8-9 oder wie man da ist, ja, 8-9. Ich ging mir meinen, dass vielleicht der Präsident dann, oder willst du keine Gäubig-Sitzung darüber machen? Schade, das ist gelöst, wenn am Gemeinderat zu machen. Kann aber eine Gäubig-Sitzung schon, da kein Detail da. Wenn eine Gäubig-Sitzung, da kommen natürlich Leute dabei, und das ist kein Problem. Das ist ein Opfer für mich, ist egal. Also einfach in den PPF gehen, das ist schwierig, wenn es nicht die Erklärung dazu ist. Ne? Und da muss man schon den Expert Hunbar, Patrice Mack, hat sich daran herangeschafft. Wahrscheinlich kann er die Präsentation selber machen, aber dann fand ich mir einfach, wenn die von der Finanzkommission noch dabei sind, dann muss ich nicht zweimal das erklären. Ja, wir gucken, wie wir das am besten machen. Also, das ist nicht, dass wir das nicht viel weitergeben, wir dann gucken wir dann eventuell eine Absitzung zu machen. Ja. Ja. Oder sie kommen dann zu uns Publik, ja. Ja, ich guck, wie wir am schlauesten da machen, ja. Das Lash kann ja ein bisschen gesagt gehen, dass wir guten, den du noch an nicht erklärt, an, weil er das wäre vielleicht ein bisschen schwer. Ja. Wir gucken, wie wir am schlauesten machen, dass man das für die Informationen hört. Ja, kein Thema. Ja, das war der Titel des Sets noch einmal. Ja, schon mal da drin. So, wenn ich mich froh hätte, gebe ich die Titel des Sets zum Wortstellen, wie das mal da verstanden. Da das dann im Unternehmen. Merci. Da kommen wir bei den Punkt 9. Du hast Budget für Adaptationen. Der Punkt 9a ist Approbation Nouveau Crédit pour la mise en place d'un garage pour Vélo. Das sind sich die M-Box. Ne? Wir geben gerne so einen, den Preis auch gefreut, aber wir geben gerne so einen, ob die provisorische Busgare, also, wo die Busgare ist, ne, am Zentrum beim Kaktus, da gibt es Platz auch passend, da können wir eine M-Box hinsetzen. Ne? Die haben wir am Budget nicht viel gesehen gehabt. Respektive Moon, Budgetposten, wenn man die holen, dann haben wir gar nicht mehr für die Mobilität aus oder für die Velo, wollen wir auch nicht tun. Dafür geben wir, proposieren wir einen separaten 75.000 Euro zu votieren, just für dann die M-Box zu finanzieren. Ja, genau, da soll das hier kommen. Aber kein Vorsinniger stehen, neue Kredit zum Wortstellen, wenn das der Mann da kocht. Merci, also Synonym. Dann der Punkt B, da ist auch ein Kredit supplémentaire pour la modification de la convention de partenariat ILEC. ILEC hat noch länger Zeit eine Konvention, wo sie 40.000 Euro gekriegt haben und sie haben sich ein bisschen beschwert oder respektive gesagt, sind noch bedingt durch Pandemie auch Schwierigkeiten hatten die letzten 2 Jahre für keine normalen E-Leg zu machen, respektive Sünde gemacht, wo sie nicht unbedingt zu verdenkt und so, das kostet, weil sie wollten aber ihr Klingeln haben und da kommen sie hin. Und der Chef hat sich dann durchgerungen, für hier Konvention nur Urwen zu unzupassen, und zwar für mich substanziell, weil sie schaffen und die ganz hin gut gesund ist. Und da verfehle ich auf 75.000 Euro. Carol, ja?
Ja, die Konvention, der Test ist ja schon ein Jahr erklärt, dass der eigentlich damals ausgehandelt war auf Basis von Faktoren, die vier drunter rauskommen sind, die dann sich so mehr tun und das war nicht übersichtlich. Gell? Und hier ist aber auch dann zu so Mensch, dass die Konvention, wie lange war die, wo die schon bestanden hast, hat am Kopf, da tun nicht nur geguckt. Könnte gut 5-6 Jahre sein. Okay, weil ich weiß, dass schon vier unter Pandemie eigentlich die letzten E-Lake, die wirklich noch war, wo schon gesagt war von ihrer Seite aus, dass die Kästen, wenn es noch weiter so die Summation von den Fakturationen, dann wären sie schon über dem Schiffer, ich meine, einfach weil alles mit teuer ging das und mit groß ging das. Von daher fand ich das, wo Zeit war, darum auszuhandeln, fand ich das gut, dass man da dann auch substanziell, wie du siehst, rupgehst. Das ist das für uns mal zu drohen. Carol? Ja, ich hatte den dritten Punkt indirekt auch geschwärzt, nicht am Gemeinderat, mehr an dem Verwaltungsrat von dem Trifolion. Und ich hatte auch da gesagt, dass es sich besser wäre, wenn wir gingen am Gemeinderat darüber schwätzen. Das am Trifolio nicht direkt in den E-Leg gegangen, mit das aber im Vergleich gegangen, den ich gemacht habe, zwischen der Subventionierung, die wir machen für ein Estalei-Festival und der Subventionierung, die wir als Gemeinde machen, par rapport zu einem E-Leg-Festival. Und die Revendikation von dem E-Leg-Festival als entstanden einerseits aus den Mehrkästen, die ausstehen bei so Manifestationen, mir aber auch par rapport zu dem Vergleich von einem anderen Festival, natürlich dem Estalei-Festival, in dem die letzten Jahre 300.000 respektive 200.000 Euro Subventionierung rein für das Festival gekriegt wird. Und ich hatte am CR von Trifolion gesagt, wir müssen da aufpassen, und ich bin da doch schon ein paar Mal generell am Gemeinderat gesagt, wir müssen generell aufpassen, dass wir als Vereine irgendwo egalitär behandeln. Ich verstehe, dass wir ein erster Live-Festival neu lancieren und dass wir dem auch wollen, die nötigen Mäuer für das zu machen. Wir hatten festgehalten am Gemeinderat, dass wir die Subventionierung auf höherer Mesur gingen raufgehen. Ich hatte am CR von Trifolion auch gesagt, dass ich kann verstehen, dass es vielleicht den einen oder den anderen Verein gibt, den wir haben, an den Trifolion als ein SBL, also den Verein, den wir vielleicht mehr fördern, den Trifolion als ein Bubble von der Gemeinde, und dafür fördern wir den ganz stark, unabhängig auch von dem Erster Live-Festival. Mehr, wenn wir ein Erster Live-Festival so heiß fördern, da kommen natürlich auch Revendikationen von anderen Vereinen, die dann auch vielleicht Montagen visieren, die auch mehr heiß sind. Ich konnte in dem Moment auch die Revendikationen von einem E-Leg verstehen. Und ich weiß aber entretemps, dass nur dem CR von dem Trifolion eher Evaluierungen da trotzdem noch evaluiert tun. Das heißt, dass am Anfang die Subventionierung da nur eben auf 75.000 Euro herabgegangen ist. Wir unterstützen dann als DP-Fraktion, wir so weiterhin. Wir müssen als Gemeinde aufpassen, dass wir egalitär sind wie von unseren Vereinen. Es kann, wie ich es genannt habe, kann ein Schuschu gehen, aber trotzdem muss man darüber aufpassen, weil es wird auch darüber geschwärzt, dass die Vereine werden gekriegt. Und da muss man einfach fair sein. Und, weil ich verstehe, wenn man sich vielleicht manchmal gut behandelt fühlt, wenn man aber so eine große Differenz zwischen den Subventionierungen hat, die es gibt. Aber wir stimmen das heute. Wir stimmen das heute mit und unterstützen natürlich den E-Leg auch bei ihrem Festival. Ja, merci, Karl. Und so ist es kein Freund. Ah, Jean-Claude, doch. Da sehe ich streng vor, die ist schon die, auf dem Punkt 3.3, die Mise à Disposition de Material und de Prestation de Service, als die eigentlich quantifiziert gehen, wie vom Servicetechnik, also wie viel da ist kascht, was in der die Service, die wir Ihnen zur Verfügung stellen, also okay. Nein, das machen wir nicht, das müssen wir schon mal Verein machen. Ich kann es nicht so, über die Pandemie wird es relativ ruhig, aber wenn du normal hast, kannst du quasi so, dass 60-70% von der Varie just auf Manifestationen ist am Sommer.
die fenken nun Donnerstag, sie den Weg manifestieren, dass Donnerstag Freitag abzurichten und dann meins und Dienstag aufzurichten und zu putzen. Und das können wir dann für all große Manifestationen, das muss man so sagen. Und dann haben wir so Wegen am Sommer, wo vier, fünf Vereine gleichzeitig haben, so, das sind natürlich die ganz anstrengend Wegen da, wo kein Material mehr da ist, dann müsste Paris so schnell wie gucken, dass die Vereine hier festhalten. Das tun wir aber nicht separat chiffriert. Man kann es einfach um Salär von der Savarie rausgucken, am Gemengebudget, da gesagt, ungefähr, wo wir drauf sind. Gut. Da gebe ich die Konvention beim E-Lake, mit 75.000 Euro zum Wortstell, wenn hast du mal da verstanden? Ja, pardon, ja. Sorry. Ich wiederhole eigentlich vor, genau, ja. Hier ist der Kredit, ich gebe den Kredit für 75.000 Euro zum Wurschen, wenn es mal d'accord. Pardon, ja, Herr Nurken Konvention, richtig. Ja, wir sind bei den Krediten. Merci, Claude. Dafür hole ich schon Sekretär. So, und dann, nach dem Kredit, weil den E-Leg auch nach einem runden Geburtstag wird, 25 Jahre, ne? Oder? Ja. 25 Jahre. Hat dann noch der Chef Rotstuhl nach einem extra Subsid für den Anniversär für 25.000 Euro. Und du hast keine Frage, sondern da gebe ich auch den Kredit für 25.000 Euro zum Wortstellen. Was? Wieder nehmen, merci. Und dann der 9. D, die letzten Adaptation vom Budget, das auch ein neuer Kredit für ein Batch-System an der Musikschule. Das ist nicht mit Schlüssel, sondern mit Batch. Obwohl die können dann so ein Batch-System, wo sie dann batchen, da weißt du auch ganz genau, wen rangegangen ist. Das für mich doch der Gemeinde haben. Das ist mir praktisch. Und die Direktrice hat das gefragt, aber wenn man das an der ganzen Musikschule mit allen Dieren machen, dann kostet das rund 22.000 Euro, also ich dafür vor einen Kredit von 22.000 Euro und 200 Euro. Ne, 22.200 Euro, so war es richtig. Von da kein froh aus, da gebe ich auch den zusätzlichen Kredit zum Watch, dann wirst du mal da auch. Was auch unternehmen. Merci. So, da kommen wir effektiv, weil das haben wir durchgeführt, also E-Leg.10. Stimmen wir nicht zu, wir nur stimmen an sich die Konvention. Das ist, aber letztendlich genau dasselbe, ich finde, ich habe zugestimmt, Konvention. Wieder dafür drum hat gestimmt, denke ich, dass auch noch mal stimmt. Also für die Konvention, die nächste Konvention als Unternehmen. Merci. Und dann den Punkt B, also eben dann das Subsid extraordinär von 25.000 Euro. Wenn das dumm hat, auch Unternehmen, das ist auch ganz logisch. Gut, da kommen wir bei dem Punkt 11. Das gibt mir von Zeit zu Zeit von Notar gefragt, den Droit de Préemption. Wenn ein Terrain oder ein Haus verkauft wird, steht am Gesetz, wird an sich gemein, Möglichkeit, den Droit de Préemption zu auszuexprimieren und dann kann gemein den Terrain oder das Haus kaufen. Du gehst aber ein Gerichtsurteil, wo ein Gemeinde hat gemacht oder wo die Gerichte gefordert hat, was das denn er bis wenn du ja im Mühe nach Neich oder kein Projekt hast, dann gilt den dort der Präemption. Das ist sich nicht kein Sinn, das tut. Und dafür fängt man auch gut nicht an, weil plus das hier ein Wohnhaus braucht man nicht. Dafür proposieren wir, dass wir. Aber wir können das nicht als Chefrat nicht machen, das muss der Gemeinderat machen. Wenn wir zu sind, dann sind wir der Gemeinderat, dafür geht der Gemeinderat. Wenn der Notar aus der Frede, dann muss man immer den Gemeinderat holen. Sind wir d'accord, dass wir unseren Droit de Präemption hier nicht geltend machen? Weil letztendlich ist es ein bisschen witzig im Dossier. Keine Frage, sind wir d'accord, dass wir hier den Droit de Präemption nicht exerzieren, wenn wir sind d'accord. Als Unternehmen, merci. Da kommen wir bei Punkt 12. Ah ja, gut, das ist ein großes Dossier. Das ist ein Dossier de Soumission vom Ministère de la Mobilité et des Travaux Publics concernant le voie de délestage nach N10 N11 Liaison Morgenstern. Du hast ein Dossier gesehen, das leidet hier nach. Das ist insgesamt für 7 Millionen eine Soumission.
mir soll just mir gefrot ob mir mit dem Dossier der Submission aufverstanden sind, ne? Das ist das. Kein froh sind, da gebe ich den zum Waschen, wenn das da kommt mit dem Dossier der Submission als auch unternehmen. Merci. Dann kommen wir schon bei dem Punkt 13. Das ist eine Approbation der Konvention mit dem Nageur. Du wirst, dass wir im Moment nach drei Schwammmeistern haben, ohne Piscine. Und da guckt man sich so gut wie möglich, irgendwie zu beschäftigen. Und die Stadt Grevenmacher braucht hier auch eine Piscine, Schwammmeister. Und da muss man die Konvention mal eins machen. Und das ist für vom 1. August bis zum 30. Ning, das ist nicht mehr kurzzeitig. Wo dann den Romain Klein dann eben auf Macher und Piscine geht. Und ich meine, ich glaube, die hat nur einen neuen Platz. Ja? Ich meine, der Joel hat selbst gesagt. Ja? Ich meine, das ist aber ein von den. Nee, ich meine, Mama, mir ist das egal. Ich meine, das ist auf Mama. Ich meine, das ist einfach, die Bonnier ist froh, also, weil das dauert einfach noch lange, bis wir ein bisschen rum haben, wo man so, ja, von einem anderen Krieg an die Welt und einem anderen Platz kommt, dann selbstverständlich haben wir nicht zurück. Wenn sie wollen zurückkommen, können sie zurückkommen, wir wollen nicht, doch, wir müssen bei Null aufhängen, wahrscheinlich, wenn wir ein bisschen bis hin. Aber hier ist es einfach ein für Kurzzeit, wo wir dann einen anderen Gemeinde deponieren, wie meint. Ja, Caron. Schon ein Frage generell im Kontext par rapport zu der Mise à Disposition von unserer Schwammmeisterin. Weil wir hatten schon darüber geschwärzt, dass wir aber probieren sollten, da wo es möglich ist, als Schwammmeisterin zuerst noch anzusetzen, ob das mit nur Lack ist oder zum Beispiel auf dem Camping, wo am Sommer eventuell auch keine Schwamme gehalten gehen für die Kanner, ob dem, an der Schwemme von dem Camping. Und da muss man aufpassen, dass eh von der Schwammmeisterin den noch eine Pension geht, dass man aber immer trotzdem einen Schwammmeister auch disponibel hat, wenn man sie selber geben brauchen. Natürlich, das ist mehr ein Remarque, wie zu sagen, kann man passen darüber ab, dass wir eine Tick kriegen, für selber mit den Schulen schwammen zu gehen, dass man aber einen Schwammmeister hat, der noch da disponibel ist, für können, aber auch Eisen kann er da dann noch zu helfen. Ja, das ist richtig. Also wir schicken keine Fort, ne? Wir halten sie. Ne? Wir wollen sie aber nur freiwillig, wenn sie sich auf einem anderen Platz melden, da können wir sie nicht gut zurückkriegen. Ne? Aber wir haben punktuell, haben wir, also wir haben ganz klar, also effektiv, nein, die gehen an Pension, das ist richtig. Aber wir hatten aber auch einen, der effektiv bei mir in Nulak als Schwammmeister dabei war, das ist richtig. Ne? Aber das ist natürlich, wie just die Kurzzeit der Schwammmeister zu Fulltime zu beschäftigen und in der anderen Zeit mit anderen Sachen zu beschäftigen, das ist auch nicht ganz unbedingt das, was hier will. Also, wenn es geht, ja, wie gesagt, wir schicken noch keine Fort. Ne? Das wahrscheinlich geht aber in die Richtung, aber jedenfalls denke ich, Chemie holen, also fährt nicht, vermutlich. Ja. Okay, gut. Dann gebe ich die Konvention, was der Schwammischte anbelangt, zum Wortstab, wenn es mal da kocht, was auch unternehmen. Da kommen wir bei dem Punkt 13. Das sind zwei Beilen. Das ist bei Logement Abordable. Das ist Rue de Mercier, die wir gerade neu gemacht haben, wo wir fünf Appartemente haben, wo schon eine Familie drauf wohnt. Das heißt die zweite Familie, das ist Familie Galina. Den Loyer geht brechend über den Modus vom Ministerium des Logements. Da wird auch ein Kontrakt mit einem E-Jahr gemacht und die Situation von den Leuten wird immer geguckt, wenn die Situation von den Leuten sich ändert, dass der Kant bei kann oder der fortgeht. Weil ein paar oder nicht, da geht die Leute immer adaptiert. Das ist keine fixe Leute. Ne? Also das ist eine Variable. Im Moment ist die Leute bei 497 Euro plus 250 Euro freien. Also, aber erwarten ob Charge Pluto. Charge, ja. Da wird dann aufgerechnet. Gut. Du kannst froh, es gebe ich den Jean-Claude. Also, die Leute kriegen aber ganz normalen Kontrakt. Das ist nicht so wie bei der Agence Immobilière Sociale oder so, dass wenn die Konditionen ändern, dass sie da müssen rauskommen oder so, das ist nicht viel gesehen. Das ist
Sie kriegen einen Bei, mhm. richtig bei, Loyer, den aber genauso aufgebaut ist, wie der Minister der Logement das sieht, weil wir kriegen auch bei Ihnen die subsidiiert, an wo in die Konditionen sind. Aber immer nur bei Jahr. Mhm. Aber bei Jahr, und Sie können noch nicht mehr dann dranbleiben, solange Sie an der Situation sind, dass Sie überhaupt die Kriterien erfüllen. Wenn nicht, dann geht es nicht mehr verlängert. Dann lief das Jahr aus und dann müssen Sie raus. Mhm. Ja, das ist schon richtig. Okay, dann gebe ich den Kontrakt bei zum Wortstellen, wie das mal da verstanden. Was unternehmen, merci. Und dann, ein bisschen mit Klängen, bei das ein Urban Gardening, das ist schon beim See Richtung Rodenhafen, also der Parzellen, das ist eine Parzelle, die ihrem freigehen, das ist Nummer 11, und die kostet schon 50 Euro Tioa, und dann so haben wir dann immer neue Leute, die wollen gerne. Gärten habe ich machen. Wenn du keine Frage hast, gebe ich dir zum Wortstall, wenn du es mal da verstanden hast. Unternehmen, merci. Da gehe ich, du hast das Register, kannst du rumgehen, also, den Register, du hast das ist eine Sitzung, die da just eigentlich vier muss unterschreiben. Die zwei können dann ein Lunch kommen, Carolan und Luc, für dann ein Notrecht unterschreiben. Da kommen wir bei dem Punkt Information. Und da haben wir keine gute Nachricht. Und da ist ein Dossier, und das ist als provisorische Sportzahl. Aber vielleicht hast du schon matt gekriegt, dass du schon ein bisschen Gespräche haben darf. Ich bin just maßlos enttäuscht, wie das dort gelaufen war. Ich meine, wir hatten den 11. August 2021, nur die Überschwemmung vom 14. 15. Juli, hatten wir eine Reunion am Spiegelsaal, wo den Harry Traufler direkt dabei war, in ganzen Coop staatliche Instanzen, Ministerien, Verwaltungen, wo notamment im Chat am Liste gegangen ist, mehr Woche im Eischier, dann, wo ich auch gesagt habe, dass eben eine Sportzahl leider nicht wie zu flecken wäre, dass man müsste ob ein Provisorium ausweichen. Und dann haben wir gesagt, wir wären natürlich ganz froh, wenn wir könnten den Bullets-Terrain dafür nutzen, dass den direkt 100 im Lissias, 100 Parking Akak. Einfach aus dem Grund, weil den Terrain fußläufig zu erreichen, also nicht, oder relativ schnell, dann kann aus der Grundschule ohne zu viel große Weh bei Sportzahl gekommen. Es waren noch zwei andere Plätze en vue, auf jeden Fall Hellig Kreuz, wo wir so wollen, ein Parking planen. An der anderen war am Verweier neben dem Containerpark. Das waren einfach in dem Moment so die Plätze, die wir hatten. Und hatten wir gerne die dort Platz. Und da hatten wir den 17. September eine Reunion mit Gestion de l'eau. Und da hatten wir auch da einen Accord de Principe gekriegt. Wir hatten den 20. Oktober ein Avant-Projet Sommer Light. Für eine dreigliedrige Sportzahl, genauso wie sie geplant war, hatten wir gekriegt. Und wir hatten den 8. November hier an der Wort, an der Gemeinderat geholt. Die können sich rennen, 8,2 Millionen, das unternehmen gestimmt gehen. Wir haben den 6. Dezember einen Brief von den Minister Meisch gemacht. Und wir konnten den 10. Januar noch wie positiv vom Minister Meisch. Wir konnten allerdings den 10. Februar noch wie negativ vom Sam Tanzer. Neue Intervention hier im Gemeinderat und mit der geringen Fraktion konnte man den Navi negativ und Navi positiv, den wir den 14. März konnten. Den 17. März konnte man den Akkord von der Gestion de l'eau. Und den 21. März hat man nun mit Patrick Spautz, wenn es anderen Themen hier an erst nach, also Patrick Spautz ist ein Beamter aus dem Edukationsministerium, der hat an die Wollt, so kann den Harry drauf noch mal kommen. Und wir hatten aber, das war, den Rendezvous hatten wir relativ lang, wir hatten nicht genug Zeit für, weil wir haben drin direkt nach einem anderen Rendezvous hatten. Da müssen wir das Geld nicht tun, da muss man da ein anderes Rendezvous haben, ja, weil so hin den Harry drauf hat ein Problem mit der provisorischen Sportzahl. Und ich dachte, okay, das Problem dann, wo Probleme kriegen in der Lesung, und da sind auf jeden Fall Sicherheitsbedenken, das kriegen wir schon irgendwie gelesen. Wir hatten also an diesem, auch an dem
APS-Leute hat mir auch ein Timing dran, ne? Die mir auch eine Menge gestimmt hat. Und an dem Timing war effektiv der Start vom Chantier sollte den 19. April sein. Also relativ zur Zeit noch. Ne? Und dafür war den 11. April war auch mit diesen 3 Jahren eine Reunion um Terra, um Bullets Terra, wo die Entreprise Solid, die an sich soll das machen, den Planungsbüro, für einfach zu gucken, wie sie das Chantier können organisieren. Blöderweise, muss ich sagen, als hat die von der Firma Solid, die hatten irgendwie, mussten sie, ob in einem Chantier nicht weiterkommen, sie hatten einen Bagger frei oder ob eine Initiative, wollte du mein Bagger schon da aufhängen gehen. Das wäre aber nie so gedacht. Und du hast wahrscheinlich Münzen schief gegangen. Du hast wahrscheinlich Nori Traufler nicht froh. Was ich aber verstehe, das war nicht heißen Dinge. Bon, auf jeden Fall, das war nicht der Vakanz, weil ich in der Vakanz tut. Und Pierre Reding rief mir runter und so, hey, das ist Katastrophe, das Lasern. Ich sagte, ja, wir hatten noch den Moment an der Reunion, wie am 29. März, hat mir gesagt, wir machen das. Wir haben einen Dichter. Den ersten Mendes, nur der Vakanz, das war Ostermendes, dann haben wir keinen Chef, dann haben wir den 25. April die Reunion festgehalten. Die Reunion, wo wir mit dem Lissi aus dem Himmel setzen, mit dem Kommunikationsministerium für, ja, nur denen Probleme zu gucken. Das war aber nicht so einfach, die Reunion, weil ich muss sagen, du warst auch ein Avi von Batimor Publik kommen, die nicht negativ war mit denen, die so schwarm ist, aber man hat durch sie bedenken. Also nicht, dass sie so gut sind, das ging mir, aber es war nicht so klar, aber ist okay, die bedenken. Die Hummer, da ja auch alle gut entkräft, mit den Plänen, die man lo. Also an der Reunion vom letzten Mendes, ne, 25. April, hat man dann immer gemerkt, dass da viele unterschiedliche Informationen sind. Wo ich nicht weiß, wo sie herkommen. Auf jeden Fall war dann Harry Traufler, der Mendes, dass ein Mauergewäsch gerabt ging und dass sein Gardeklasseraum gewäsch kommen. An der ganzen Besetzung, das stimmt nicht, das ist nicht vorher, und dass auch die Basketterrain nicht mehr könnte benutzt gehen. Also das ist alles nicht vorher. Und dann, jeder hat den Pierre Reding gesagt, die sind auf verschiedenen Dingen. Er hat einen Plan dabei, um sie zu wissen. Nee, ich habe einen Plan, sie sind drauf. Das ist aber nicht, das sind aber die Pläne, die wir bauen, die aber wohl richtig müssten sein. Und dann hat er gesagt, okay, dann machen wir eine Arbeitssitzung, wo das den technischen Teil geguckt und das geklärt, das sieht von dem selben Stand aus. Und die war freudig. Wo ich nicht dabei war, wo ich das technisch soll, die Servicetechnik machen. Und du kriegst einen Rapport gemacht vom Servicetechnik und die Bedingungen, die Gestalt gesehen vom Heu drauf, die sind einfach nicht anzuhalten, verschiedene Bedingungen. Ich habe nicht einmal gesagt, dass während der nicht Baufass, mit die Fass, wo die Halle hinten gesagt wird, Kugel, was ist das Kugel? Kugelstoßflaschen nicht dürfen belöscht sein. Und auch den Basketterra, das geht leider nicht. Also irgendwie musst du irgendwie, dass du nicht mehr um Footballterra, wo du halt nicht drauf könnt. Und du musst irgendwie, wer da schon ist, dass du verschiedene Flaschen sind nicht accessibel. Ja, nur sind sie aber wohl immer accessibel. Ne? Wenn Teil fertig wären sie accessibel. Und mit der Tumor müssen kann an den Gärt können gehen, was auch nicht, wenn der Schand ist, fast nicht geht. Weil das nämlich da, wo rangeht, wo der Schand hier bedingt wird. Also das ist schwierig. Ne? Und dann während dem Examen, die auf Käfhall gebaut gehen, es sind eine ganz komische Sache, wo ich das höre und sage, das tut keinen Sinn. Das tut einfach keinen Sinn. Ah ja, und Beam, wir müssen eine Tüte machen von den Beam, weil du darfst nicht irgendeinen Arsch aufbrechen. Und das allerletzte, das tunst du ja wirklich allerhand von. Aber wir müssen exakt nur 5 Jahre da fort. Und wenn nicht, dann müssen wir pro Tag eine Penalität bezahlen. Und dann ist das, hey, da hat man die nächste Reunion, war heute Mittag, ist eine Menge Auer. Und ich bin froh, Lunaike, ganz live. Können wir
die Sport. Also, ja, an hier wäre der Meinung, dass wir kein dreigliedriges Sprechstern, das gibt man anderen, gibt es doch. Und wir haben im Recht überhaupt kein, gibt man sich sogar durch, mal zu überzeugen, neue Sportzahlen, gibt es durchgehen. Und wäre auch plus zu teuer. Wo ich mich schon vorhin, ja, das ist ja nicht unbedingt zu sehen. Bon, lange Rede, kurzer Sinn, weil man mit dem Menge hat man die Reunion eingekriegt. Ich sagte, hey, wenn ich gelieft, ich froh, nein, ich bleibe dabei, dass wir eine dreigliedrige Sportzahl für einen Sportverein unbedingt brauchen. Die Konditionen, do, die sind nicht anzuhalten, können wir die Sportzahl dahinter setzen oder nicht? Ja, das geht nicht gehen. Und dann ist das gut, dann, dann gehen wir los. Das ist mir ein anderer Platz. Und da tun wir das, das gedauern. Ich habe versucht, objektiv den Werdegang zu machen. Ich weiß nicht, dass man wirklich genug Schwierigkeiten damit hat. Da ist Geld, da ist Energie, aber da muss auch noch überall Knüppel bei den Beinen geschmissen gehen. Das ist selbst, wo ich versuche, die gewisse beim Park. War auch nicht einfach, und das ist auch nicht einfach. Und du könntest schon eine Tüte-Historik nur das tut. Also irgendwann siehst du, sind wir nicht genug geprischelt, die können nicht einfach nur durchgehen. Schon mal, ich habe auch gesagt, du enttäuscht mich immens, enorm. Wir haben alles gemacht, wir müssen unseren Spielschulshaft abgehen, von unserer Grundschule. Du hast aber einen Terror gebaut. Wir konnten Eiskanner konnten während der Pandemie, die dort seit, wo die Schranche war, Fenster dort machen, wenn es eine Komödie, wenn es eine Stöpsbelastung, wir haben all die Kontrakte noch ausgeholt, weil wir es wichtig fanden, dass die Liste die Sportzahl kriegt. Also, und dann haben wir geguckt, dann haben wir also Parking geändert, haben also Parking Plätze weggeholt, dass du 6 Busse kriegst für Denkschüler, weil wir wichtig, das wichtig fanden. Also freuen wir dich. Ich bin wirklich so froh, dass ich wirklich auf die Knie für just provisorisch. Also, du machst da kurz, sie macht die Nuisancen, für dass wir einfach irgendwie aus der Sache rauskommen. Nö, interessiert dich nicht. Ich bin immens enttäuscht, du hast den Problem gelöst kriegt und du lässt erstmal diese Probleme durchstehen. Bon. Das ist kein Wort, das ist zur Info. Ich denke, froh, ich fälle. Ich bin auch froh, die mir gestellt hat, an unsere Frauen, weil eben schon geschwärzt ist, weil auch verschiedene Reproche schon auf verschiedene Leute gegangen sind, die da nicht gestimmt haben, die Sportzahl. Das heißt, du konfirmierst, dass von Anfang an der Lycée matt an den Gesprächen war, auch an der Planung von der Sportzahl. Was ist ein Avant-Projet Leute? So man das nachher schon mal die Frage gestellt, darum können wir darüber antworten. Das heißt, war das, dass noch keine Autorisationen rauskommen sind, so nicht verstanden oder wie? Dass es dann nicht so ausgedurcht wird? Ich kann nicht so viel Leute. Ich weiß nicht, dass ich nur gucke. Das ist ein Detail. Schon mal froh, weil du Reproche kommen, haben schon mal froh gestellt. Die Plagen, die haben sich nicht geändert. Nee, definitiv nee. Plagen, weil Lori, das ist ein Reproche, der gemacht hat. Ihr behauptet steifer fest, den APS wären die eigentlich dreigliedrig gewesen. Ich habe nur geguckt, die mir den 9. November hier im Gemeindemund hatten. Das war dreigliedrig. Die hast nicht mehr groß genug gesagt. Es ist ob der Emprise en Sol vom Football-Terrain, also ob der Wiss, wo ihr drauf könnt. Auch hier noch. Es passt ganz da drauf. Das ist bloß, dass der Chantier mehr weit muss ausfüllen. Gell? Dass dann dem Moment während der Baufahrt. Ja, aber auch wenn es ein zweigliedrig muss, einer hat nach Wellen nicht. Okay. Einer auch nicht. Das tun wir auch in der Diskussion. So, ein zweigliedrig ist genau dasselbe. An ein E-gliedrig, das hat immer keinen Sinn mehr. Das ist extrem teuer für just ein Ding. Und wir haben aber die Demanden, ich habe noch da gesehen, sie haben noch ein Rapport von ihrem Conseil d'Education. Wo sie ja nur gerechnet tun, dass wir überhaupt keinen brauchen. Und da machen sie Gedanken für das. Das habe ich mir auch drauf auch gesagt, dass das richtig ist. Ja, mit der Sportzahl von der Jugend her, wer spricht mir das nicht?
dass der Jugendherberg hier Sportzahl und deswegen Sportjugendherberg. Wir können nicht 5 Jahre lang der Jugendherberg die Sportzahl wegschulen. Ich meine, die sind schon nicht froh, dass man das lohnt. Sie können im Moment keine Gruppen, sie sind immer Sportsgruppen oder Vereine, die dann das kombiniert haben, auch können Sport zu machen. Und die sind noch nicht froh, wenn die Leute gehen mit Sportzahl als besät. Und das kann ja aber kein Dauerzustand sein. Das finde ich auch gesagt, dass du könnt da nicht dumm rechnen, das ist nicht ein Sportzahl, das ist eine Jugendherberg. Wir sind froh, dass wir sie können benutzen. Das gibt überhaupt nicht gut. Wir brauchen die dreigliedrig. Aber das ist nicht an die Kabarettgang. Just ein Last für fertig zu machen, Marcel, pardon. Just das ist alles, was sicherheitstechnisch viel geworfen ist, das wird zu lesen gewesen. Ja, natürlich. Also, klar, als. Schüler können werden, also nur wenn sie am Betrieb sind, können die rum durch kommen. Effektiv, wo die Herr Dünner gesagt hat, dass sie 6 Monate, können sie nicht durchgehen, dann müssen sie einen anderen Weg gehen. Das ist richtig, das ist nicht falsch. Ne? Christen hat eigentlich an den Griff. Ne? Und die Basketterra haben wir auch extra geguckt, die Band hat gesagt, wir müssen sie rüber regeln, den also auch wäre immer zu benutzen. Und auch die Laufbullen haben drin, die auch zu benutzen, das müssen wir gucken, das Maximum zu machen. Und ja, aber du hast gemerkt, das will ich nicht mehr. Aber, ich habe noch gesagt, Henri, häng, ich habe kein Problem damit, wenn du das nicht willst. Mehr. Hast du denn den August so nicht so? Dann hätten wir doch direkt ähnlich geplant. Was ich nicht ganz verstehe, dass wir kein Okay vom Edukationsministerium an dem ist ja auch dann Rückspruch holen mit Heimat, mit Lycée, mit Direktor vom Lycée. Die waren der Kopie, neu drauf, die ganze Briefverkehr hat gekriegt. Also die waren noch mal allein. Ich muss sagen, die waren alle gut mal allein, die Mütter. Weil, haben sie noch gesagt, sie geben dazu stehen, was der Minister geschrieben hat. Aber wenn er ein direkter Problem hat, dann muss man auch gute Lösungen finden. Wenn ich nur gemerkt habe, okay, das muss man machen, und dann geht das. Wenn es aber Sachen, wenn du Konditionen stellst, die nicht einfach nicht zu realisieren sind, ja, da geht das nicht. Ja. Mit der Tisch, also das Beste so, wo wir damals darüber diskutiert haben, über den negativen Avis vom Kulturministerium, du hast ja nur Diskussionen, dass es kommt, dass es gegangen ist. Das ist halt, wenn ich es einfach richtig verstehe, oder ich, die du an der Diskussion wird, also dann von los, also froh wird, dann einfach dahin zu kriegen, als eigentlich vom Deutschen, man muss es natürlich eine Alternative sichern. Oder hast du das Gefühl, dass man einfach nach der Datenjahre kriegen an dem Projekt einfach nach können durchfallen? Also ich finde ganz klar das Gefühl, dass die Dossier verändert ist. Ich weiß auch nicht, mein Problem ist, ich habe nicht gemerkt oder nicht gespürt oder ich habe schon mal drauf gesagt, was hast du nicht echt da? Etwas zu mir gesagt. Ich wollte nicht am Trifolion, oder wenn man so sonst gesehen hat, wollte ich nicht damit belästigen. Ich habe gesagt, keinen Ruf, ich hätte nicht für einen Beidisch kommen. Man kann nicht darüber schwätzen und dann hätte ich einen Echter darauf reagieren. Was wollte ich noch sagen? Wir haben eine Alternativsiedlung. Aber nicht so gut, dass das nicht auf dem Fußballsterrain. Also ob der Wies vom Fußballsterrain. Das ist nicht so gut, weil. Am Breil, ja. Das ist nicht so gut, weil der Wemi weit ist für die Kanner. Der Vorteil ist aber, dass das ist ein Terrain, wir brauchen keinen zu freuen. Wir haben schon denken, wir haben die heute in Hall müssen planen mit einer kompletten metallen Konstruktion für über dem HQ 100, sogar HQ 1000. Und die Konstruktion setzen wir auch da hin. Das dafür, weil und plus wir haben das bestellt, die ganze Dinge aus Lodo, ne, geht noch geliefert nächsten Monat. Ja, wir für 6 Millionen weil Bestellungen rausgehen. Wir müssen ja wir werden davon ausgegangen für Ende des Jahres ein Sportverein zu holen, ne, dafür müssen wir die Bestellungen müssen machen. Dann noch wenn es lieber Engpass mit Ukraine-Krieg und so weiter und so fort. Und das gibt da gut passen, also von der Platz her passen, ob Eisenterra. Das Einzige, was problematisch ist, eben, dass wir weit an, das ist nicht so viele Parkplätze da. Aber wir können davon profitieren, von der Arbeit, beim Daring machen, dass man da, auch wenn du zum Beispiel den Pinkston warst, dann können wir auch davon profitieren. Insofern,
kriegen wir das relativ schnell dann hin, aber ich muss so nicht keine Lust mehr, ich muss nicht wenig nach alles misstrauen. Ne? Und danach kriegst du, ob du kriegst du vom Minister schon eine wie favorable, wo dann dann einfach gekippt wird. Mir, den Terrain, wo am Breda, ja, sei es, unbedingt. Ich habe noch gesagt, nee, das hätte ich gewonnen. Nein, das sind 3 Hektar, den ersten Hektar aus Bollendorf und dann die 200 Hektar sind Eisen. Und dafür haben wir doch so gedreht, dass es wirklich auf Eisen Terrasse ist. Aber nicht, ich habe noch gesagt, ich fange noch gut mit meinem Mann und weil alles, das kostet Zeit. Aber da hat man jemanden, da möchtest du hingegangen sein. Ich habe freilich, wie ich das freilich hören und ich habe da muss man eine Alternative sichern. Und ja, ich kann auch vielleicht pur würde als Sportchef so ein schönen. Sind am Anfang mal so viel Zeit verloren, die man nicht hätten müssen verlieren, weil man das doch echt da gewusst hätten, dass am Anfang der Wille nicht besteht, für das Ambulanzherren zu machen. Dann hätten wir uns ernst das ungelöst. Ich meine, wir wissen alle gut, dass die Vereine um Kämpfe sind. Sie sind an der ganzen Region verstreut, wo sie ihren Sport machen. Was sicher nicht evident ist. Wir hatten sie relativ oft heim durchsetzen, wo sie gekämpft haben, für noch zusätzliche Plagen zu kriegen, für ihren Sport auszuüben, und wo man ihnen leider auch müssen sagen, hey, das uns lebt, wir haben keine Plage mehr frei. Und ich meine, die Niveau, die schon mit der Jugendherberge aufgeschaut oder seine Sportjugendherberge, die wir komplett akkapariert haben. Und auch die hätten die gerne zurück für ihre Gruppen, und wir können die nicht 5 Jahre lang blockieren. Das heißt, wir brauchen eine Alternative. Und, wir planen, wir gucken, ob es an den Breil geht, was sicher nicht ideal ist, wo man muss gucken, dass man den Transport organisiert kriegen, muss gucken, dass man so einfach nach Parkplätzen umfüllt, dann einfach nur bei der Garage. Aber da kommen sicher, das ist sicher nicht die beste Lösung. Ich muss mich einfach, ich bin enttäuscht, dass wir so viel Zeit verlieren. Und, das hat keine ganz anders. Ja, das ist ganz brühwärm. Das, ja. Okay, dann. Das ist eine Information. Okay. Ich habe noch ein paar Informationen oder Kommunikationen. Die hat Matkrut, dass man ein Verstirben um erst nach der See hatten. Vielleicht dazu ein paar Informationen. Es hat am Anfang just einen bestimmten Zucht von Fisch betroffen. Das sind Silberkarpen. Silberkarpen, die kommen am Anfang aus China. Die sind 80er, Anfang 90er sind die angesagt gehen an den Nischen nach der See, für das Wasser zu filtern. Das heißt, die Fisch, die fressen am Anfang nicht, die ernähren sich von Plankton. Und das Fischstäben hat am Anfang auch just die Zucht von Fisch betraf alle die anderen, wie Karpen, Trauden, Tierchen, Zanderen, alles das was dran ist, die waren nicht konzerniert davon. Wir haben Analysemacher gelöst gehabt vom Labo zu Diddling, wo geguckt haben, als ob sie einen krank hatten. So Karpenvirus, was haben sie so viel können, sie haben keinen krank. Dann haben sie geguckt, ob sie Sauerstoffmangel am Wasser aus, auch das ist nicht der Fall, dass geguckt wird, ob eine Anleitung von Schadstoffen geht. Auch das war nicht der Fall. Das ist noch ein bisschen so ein Mysterium für Wärzefutti gehen. Sie vermuten ein Energiemangelsyndrom. Das ist noch relativ schwer für das zu erklären. Ich verstehe selber. 7 Kilo ungefähr am Jahr. Dave hat nicht oder mit zu dienen. Das heißt, die Fisch filtern Wasser und sie ernähren sich von Plankton. Und sie gehen davon aus, dass nicht mehr genug Nahrung da ist und dadurch sterben. Sie hängen sozusagen. Voilà. Das ist.
dat wat man lo bis lo wissen. Weil am hun schmenge bis lo 15 Tonnen, ne? 22 Tonnen Fisch rausgehauen. Die nicht gefischt. Die filtre just Wasser. Und das am Anfang auch immer gesagt gehen, dass gesagt gehen, dass die Fisch sich nicht Kinder reproduzieren. Weil sie sind mal groß, ja? Sie sind riesig, ja. Wie gesagt. Wir können sich, wir fischen sie raus und so schnell wie es geht, dann, ja. Sind die sich dann nicht reproduziert? Also Kappe können bis 40 Jahre alt gehen, ne? Das, ja, Kinder wohl leicht die 40 Jahre, als sie die Kappe. Ja. Just zu dem Punkt, wir waren ja damals mit der dritten Situation aber ein bisschen an der Presse. Ich ging es nicht unwichtig fand, wenn ich das vielleicht aber trotzdem auch noch draußen erklärt werde, am Endeffekt das Problem ist. Weil wir werden das doch machen. Ich finde die Analyse richtig gut und voilà, gucken, dass wir da eine Kommunikation noch besser machen, weil ich meine, das interessiert Leute doch, was. Ich bin der Präsident von der Fischerföderation, die fragt mich auch, wer das lässt. Ben, just weil es beim Seebass an der Presse als Jörlo nach ein Kehr abgeholt ging von den, für das Schwammen am See. Kannst du da zwei, drei Informationen geben, wie nicht das, weil an der Presse, weil, also das Jörlo, Badezeit umgegangen, ist mir also so, dass ich mir sie aber leider nicht dabei an wege das du noch organisiert. Mir für drauf ein Schwammmeister geschwärt, muss da auch eine Absicht sein, muss da der Schwammmeister sein, sie da schon an der Planung, wie das kann umgesetzt werden, dass das frei. Wir sind nochmal um gucken, wenn wir da runtergehen. Ich bin ein bisschen überrascht, dass das noch nicht offiziell als Badegewässer unerkannt ging das, das frohe Mavalo no. Und da gucken wir, für so schnell wie möglich umzusetzen. Ne? Kind vielleicht sehen, ich hoffe, dass es für diese Saison aus, kind vielleicht sehen, dass man nach die eine oder die andere Etude muss machen, die am Anfang noch zusätzlich gefroht ging das, wo ich am Anfang persönlich überrascht bin, dass man die noch muss liefern. Voilà, boah, ich. Es ist noch 7 Jahre umgegangen mit dem Projekt. 7 Jahre. Ich werde just ein Kompliment zu dir froh. Ganz egal, also, wenn du als Badegewässer deklariert hast, es war nie durch für Schwammmischlinien zu machen. Ne? Selbst wie die Baggerweiheren, das ist auf eigene Verantwortung. Es wird aufgegrenzt und schon mal. Sich das geguckt, was man muss machen für ein absolut Minimum Sicherheit, mit das nicht gut ist, für ein überwachten Schwammender zu machen. Das geht nicht. Wir gucken auch, dass wir mit einer Version Leute aufhängen. Das heißt, viele Mal die Leute mit Stegen an Wasser zu kriegen, dass man nicht und du, wenn er muss gehen und gravieren, und wenn wir da nicht Autorisationen brauchen. Das heißt, probieren da Version Leute. Mit Stegen, so dass man so man wie möglich Nuisance kriegen. Noch ein. Ja. Schön hat noch gut geschrieben. Du wirst ja auch den Vertreter von der Eschenacher Gemeinde am Sigri sehen. Der Sigri als Tufallsyndikat. Hier am Osten. Der letzte Mittwoch war das neue Auffallgesetz gestimmt ging von den Deputierten aus der Majorität und noch von denen aus dem Ostbezirk. Und das ist am Anfang so, dass die nationale Gesetzgebung über der kommunalen Reglementation steht und dass Gemeinden und Gemeindesyndikate gezwungen sind, für sich darunter zu halten. Wir sind am Anfang mehr streng wie die EU-Direktiv, wird von nationalen Hausauffall nach der deponiert gehen. Ich will kurz auf die Konsequenzen für die Sigri, für die Tischen nach Gemeinden und noch für die 22 Gemeinden aus dem Sigri angehen. Das Gesetz werft die ganze
wirtschaftlicher Finanzialplanung vom Sigri und dort haben wir doch von den Gemeinden abgehoben. Bis 2030 stehen wir noch zu Fluss, weil er getippt gehen und dann geht alles auf Zido gefordert, wo dann verbrannt wird. Mit den Sigri sind wir noch immer für die Notversorgung vom Sid zuständig. Und durch das neue Gesetz werden wir sicher nicht lernen, dass eine große Taxenerhöhung kommen. Und ich meine, das müssen die Bürger auch wissen. Wir hatten eine Motion, hier als Lokalpolitiker gestimmt, und zwar alle LSAP, CSV und DP-Member, von mir schon nach der Gemeinde rot. Die Motion würde auch so also an den anderen 22 Gemeinden gestimmt gehen. Gesetz hat der Motion aber noch keine Rechnung gedrohen, und es ist nicht aufgeändert gehen. Das gestimmt von den Deputierten aus der Majorität und auch von denen aus dem Ostbezirk. Das doch mal keinen sich enthalten. Ich will just so, dass weder die Gemeinde nach der Sigri nach Bürger Schuld darunter sind, dass erst danach sich über die EU-Direktive wegsetzt. Voilà. Das wäre eine Kommunikation gewesen. Okay, dann kommen wir bei dem letzten Punkt. Die Frau von der geringen Fraktion, die waren, die die erste Rackkommen sind, dann könnt ihr aufhängen. Ja, merci für die Wort. Wir haben schon lange, ich war als echt froh eigentlich geschwärt, dass ich schmengen du hast alles gesagt. Das war ein froh zur provisorischer Sportshall, weil es eben zu Euro kommen wäre, dass es da um Kache wäre und du hut Majelo alle Gute schon als Antworten. Die zweite Frage als erste Nachfrage beim Band, ich hätte können bei den Informationen machen, aber dass ich nicht vergesse, hat ich abgeschrieben. Ich hatte auch geschaut, dass der Präsident von der Kooperative Energie Park Müllerdal mich darauf hingewiesen hat, dass wir zwar eine Resolution geholt hätten für Solarpanelen auf Dirscher, aber sie wären nicht spezifisch annimmt gewesen und hier bräuchte ein Zuso für die, die wir können zu kommandieren. Ich meine, das in der Zwischenzeit geschieht, oder? Das ist richtig. Das ist dazwischen gekommen. Okay. Das ist am Anfang so, dass am Anfang immer gesagt ging, dass das den Tag von der Jugendherberge beim See, in der Sportsaal, auch ein Photovoltaik packen. Du hast SGI drohen, für das nach ein Jahr zu prüfen, ob das möglich ist, ich meine, die Kommunikation mit dem hautenden Präsident gegangen sind. Wenn es möglich ist, können sie direkt bestellen. Ich meine, wir müssen aber sicher sein, okay. Dass den einen Drop machen kann, bevor sie die Kommande rausgeben. Okay. Nehme gut, dass ich da aber nur ein Wortaustausch, also die schwätzt man nicht, dass du, also hin hat just gesagt, so zwischendurch, ein Kier, so, wir müssen nur wirklich zu so kriegen. Kannst du noch ruhig mein Telefon nur ja. Gehen. Okay. Da meine Stadt, wenn ich das so gesund kriege. Die dritte Frage, das war eigentlich eine Frage par rapport zu den eidelstehenden Häusern, die der Gemeinde gehören. Die erste Reflexion war eigentlich das Gebäude neben den Scouten. Da waren ja immer Flüchtlinge dran. Oder wollte ich mal fragen, an Franzen, was war das? Bei Franzen, neben drin, das gehört ist ja auch, wo die immer dran waren, Brand Franzen, steht das auch noch eitel? Das wollte ich eigentlich nur fragen. Und dann eben global auch die zwei Häuser, die man kauft und die jetzt für Menschen schon nicht eitel sind, wie geht man da um, wissen, dass auf der Weilerberg Flüchtlinge sind, die eigentlich den Status haben, wir können an so man muss Logement sich selber innen zu bringen, aber sie fanden nicht, ich meine, wir kennen alle gut den Druck vom Logement zu erster Nacht an die auf der Weilerberg blockieren eigentlich für andere Flüchtlinge. Voilà, das war ein bisschen der Gedankengang, Hanna, das ist froh. Ja, just das nicht ganz richtig, wir haben als Gemeinde kein eidelstehend Haus. Mhm. Das war in der Rue de la Montagne, die hat im Staat. Ach so, ich meine. Ja, wir hatten im Hintergrund davon geschwärzt, dass wir eventuell Geld verkaufen, dann haben wir noch genug gefordert, dass der Staat die Welt nicht verkaufen. Der Staat, die geben uns das just zur Verfügung stellen, und dann können wir daran investieren, und dann sind wir das aber nicht, dass nicht, dass wir so viel suchen hätten. Wir haben schon den Staat abgefordert, dass wir uns ein Schiff daran investieren.
Mit das steht aber eidel, oder? Das steht eidel, das steht eidel, das ist nicht eist, ganz genau. Und die Händler zu Hause, die haben wir noch nicht. Wir haben zwar wohl gesagt, wir dürfen sie kaufen, wir waren also reins, wir haben den Akt aus der nicht gemacht. Und das liegt darunter, dass eh von den zwei Häusern da noch ein Verkaufsrecht drauf war. Und zwar von der Brauerei. Und die haben relativ lange gebraucht, für da ein Antwort zu geben, ob sie für den Verkaufsrecht Gebrauch machen oder nicht machen. Lo wissen wir, dass sie nicht gebraucht haben. Das ist dann der Maximilianstraße, wo an sich in den Restaurants. Nicht gebraucht davon machen, mehr, dass sie aber gerne den Kontrakt nach weiterlaufen haben, so lange. Und, wir haben aber am Kompromiss stehen, dass überhaupt kein Vis-Cachet wäre. Das ist ein Vis-Cachet. Und ich habe keine Lust, mich mit einer Brauerei nach Rimm zu schleppen, dass wir das annullieren. Wir wollten nicht kaufen, ohne Auflagen, und das sind Auflagen. Und dann haben wir Kontakt abgeholt mit dem Proprietär, ob das dann da nicht verkauft oder ob das noch gefällig ist. Bon. Also, die Kompromisse sind aufgelaufen. Die waren in einer gewissen Zeit gut. Das hat leider lange gedauert beim Notar. Da denkt man, wo du Brauerei nach, du willst nach langem Matsch schwätzen und dich auch blockieren. Da kann man auch nicht tun, und für jeden etwas zu machen. Sodass wir in dem das Haus fallen lassen, Maximilianstraße und Lützbergstraße, haben wir noch keine Antwort vom Proprietär, ob man dann das aber verkauft. Also wir haben eigentlich noch keine, wir haben zwar schon viel davon gespart, wir haben am Budget zu und viel gesehen und wir haben noch nicht. Also leider haben wir noch nicht mit Rue Mercier, ne? die 5 Appartemente, wo da zwei noch besetzen, noch drei. Und dann, ja, das Karrieshaus, was wir schon verloren haben, mehr haben wir noch nicht. Das wir haben aber auch noch Käuferhaus, das haben wir auch richtig. Und da haben wir ein Steck, das gibt für Pläne, für das konform zu machen, dass wir proper Wohnungen haben. Also muss eine Transformation in daran gemacht werden. Ja. War das dann da mit dem Commerce, weil da hat man ja den... Ja, du brauchst Brokant, aber da muss man warten, bis die Familie besiegt. Ein Bei, der geht dann einfach abgelesen durch das Stierverlass, mit der Familie, kann ich ja sehen, dass er von den Kanadern sieht, ich fuhr in den Kommerz weiter. Wir haben noch keine Antwort von denen, dann muss man da aufwenden. Wenn die wollen den Bei ablesen, dann arrangiert das in dem Sinn, dass man dann Transformationen können, dass wir nicht geblockt sind, für Transformationen zu machen. Wir haben im Moment noch nicht, also das dauert alles, wir wollen das bis unten, das wäre gut, also ich wäre auch mehr wie froh, wenn wir ein bisschen mehr Möglichkeiten hätten, im Moment ist es noch relativ limitiert. Gut, merci für die Präzisionen. Als letzte Frage, also eigentlich fängt hier nur zu froh, wir hatten schon viel diskutiert und noch viel Mailen hin und her gegangen über die erste Nachausbälle, aber weil du nicht mehr nur kommst eigentlich von ihrer Seite, wäre es einfach mal ein bisschen für nur zu fragen, ob du noch weiter drüber geschwärt gehen hast, wohl wissend, dass du da wahrscheinlich nicht froh wärst, weil die Opposition mit den Vorschlägen, die er gemacht hat, nicht so d'accord war. Mit das will ich aber nicht wissen, dass das Problem nicht aus der Welt ist. Einfach mal für nur zu fragen, ob du noch weiter drüber geschafft gehst, ob wir da noch ein Gespräch kommen oder ob das mal auf Eis gelöst ist. Also, du hast mir eine Mail geschrieben, ich habe die Mail auch nicht rausgedreht, die ist vom 30. Dezember 2021. Ich schulde just ein paar Sätze raus, nicht die ganze lesen. Da, wo du schreibst in der ganzen Gemeinde Rot, dass ein SPL nicht der richtige Weg ist, dass wir, wie ich schon gesagt, mit dem Konstrukt aus sich nicht d'accord sind, zu dem dritten Zweck, dass der SPL nicht nötig ist, wir schon seit Jahren ein Gemeindeservice zu gründen. Na ja, dann können wir lehren schon daraus, also okay, dann ist das Tote vom Tisch. Ja. Okay, dann ist das so. Ja. Mit geht auch kein gemengen Service gemacht, das ist auch klar. Nur nicht volles für so ein Service zu machen, nee. An die Personen, die dem Moment du eigentlich, sagen wir mal, in Zukunft dann das nicht an die SPLG gekommen, die es wollte machen, die sie noch da Kuran gesagt hat. Das ist ja... Okay, merci. Ja. Okay, dann DP.
Machst mich du oder muss Carol das? Carol möchte das. Also wir haben dann von zwei Typen von Fragen. Die erste Frage betrifft den Programm Kein Kanal, das Fünf-Jahres-Programm von den Equipements de l'Infrastructure Touristique. Da wird allgemein an auch Syndikaten an andere haben die Möglichkeit, für um Tourismusminister Projekte heranzugehen, die am Interesse vom Tourismus sind und die die Infrastruktur vom Tourismus betreffen. Und weil wir auch da dort ein Ugeschwert tun, auch national noch geschwört werden, darüber diskutieren, was wir an dem Programm racken, wollte ich noch fragen, ob wir als Stadt Irstein noch, ob die als Chefrot auch Projekte an dem dort Kader rangerichtet wird, aber ja, wie ein Projekt da sind. Ich antworte darauf. Natürlich, wenn ich nach aus ein Touristenstadt wir haben relativ viele Projekte rangerichtet. Ich zähle sie mal ab, da das erstens im See Beschilderung, dann den Ergangsbereich um See für den umzugestalten, das Projekt Badegewässer ist mit dabei, dann den Projekt Baumwipfelpfad. Dann will den Tom einen Nachtwald machen an seinem Naturhaus. Dann haben wir den Aussichtsturm drauf an den Naturlehrpfad. Wir haben Wasserspielplatz und wir sind nachher See drauf. Wir haben Erneuerung und Erhaltung von Wanderwegen, Aussichtspunkten und Balustraden haben wir drauf. Wir haben eine Promenade du Souvenir drauf. Den Minigolf, den wir sollten erlaubt kriegen. Verlegung vom Tourist Office haben wir drauf. An Erneuerung Sanitäranlagen, Camping offiziell. Ihr schon nach an das am Ganzen von einem Monat von 8 Millionen Euro. Voilà, das sind immer die Projekte, die wir rangerichtet haben. Ich meine, da brauchen wir uns nicht zu verstoppen. Ja, das ist tipptopp. Zwei Nachfragen. Du hast von der Beschilderung geschwärzt. Weil wir hatten nämlich, wie Diskussionen nochmal über das Restart-Programm abgekommen ist, hatten wir als Fraktion auch proposiert, dass wir die ganz digitalen Säulen auch sollten über das Minister eine Finanzierung aufholen. Du hast nur von den Säulen um See geschwärzt. Das betrifft aber die Säulen am Ganzen, also am Ganzen, auch am Kern von ihr danach. Das ist ja nicht nur ein Seilen, die um See abgerichtet gehen. Ich gehe nur davon aus, ja, dass das die ganze Informationstafel sind. Okay. Und du hast von Wanderwehr geschwärzt, sind du auch Willowswehr dabei oder ist das betrifft das just rein Wanderwehr? Also schön, dass ich kann nicht das Dokument gerne zukommen lassen. Es sind 20 Seiten mit den Erklärungen von den Projekten. Ja? Ja, ganz gerne. Da gesehen ist dadurch, wenn es präsentiert wird. Kein Problem. Das sind. Ich meine, Verlustfähre, sie lohnen nicht. Heute ran. Okay. So, aber merci für das Antworten. Und dann, wir hatten nicht viel noch schon angeschaut. Ich hatte gesagt, an meiner Intervention zu der Marquis, dass du sicher auch gut wärst für den Tourismusministerium. So sehr wie möglich mit an Boot zu holen, par rapport zu einem Projekt, den wir envisagieren. Das ist klar, dass es schwer ist, zu sagen, in welche Richtung das geht. Wir wollen uns eins sehen, dass wir das Sitzwellen erhalten und auch etwas daraus machen, was auch einen touristischen Impact hat. Manchmal wäre es wichtig, dass ein Tourismusminister aber relativ schnell mit an Boot wäre. Und dafür trau, ob das Tourismusminister nicht allein schon konsultiert soll gehen für eine Unterstützung am neuen Projekt. Petit Marquis zu frohen. Ja, ich gehe nicht gerne mit all den Händen bei den Leuten. Also,
sicher soll man das so machen. Ich denke aber, da soll, mindestens eine Grundidee kommen, was du Kind rauskommen. Und sobald man ein bisschen etwas Konkretes und sobald Novitus mit Leuten, so will ich ein Bierchen bei dir und du machst einen partizipativen Prozess, sobald du ein bisschen mehr etwas Konkretes hast, meinst also immer noch Zeit für den Tourismusministerium mit dabei zu sein, weil das dauert schon dann bis zum Setzen, das dauert schon dann wirklich noch. Muss für dich noch gebaut gehen. Du hast wirklich noch genug Zeit. Ich denke, wir machen es, aber lo haben wir noch nicht gemacht. Lohnt noch nicht. Okay, merci. Da komme ich zum zweiten Punkt von unseren Frauen. Da geht es um den Plan National de Mobilité, sogenannte PNR, ob 2000 bis 2035. Den hast präsentiert gehen vier letzte Freitag von dem Mobilitätsminister. Und das ist ein Dokument, das ein bisschen an Aussicht stellt, wie man es national nur von der Mobilität abstellen, aber auch größere Infrastrukturen an dem Bereich envisagiert, plant und wo dann eben noch um die Umsetzung davon geht. Ich habe dann also froh in den Satz aus der Präface von dieser Publikation zitiert, der sagt, la meilleure façon de trouver des solutions adaptées à la situation locale et de les identifier avec les communes concernées une fois le cadre du PNR, das ist ein Tippfehler, posé. Dazu eine erste Frage, als der Chefrat bei der Ausarbeitung von dem PNR, 2035 konsultiert ging oder hat der Chefrat am Vierfeld davon etwas und den Mobilitätsminister Ragin? Das sind das drei von drei Monaten. Okay, da kann ich ja immer noch die als Kommune konzerné, so ich mal da auch agieren, weil ich meine, das ist wichtig, dass man da als Gemeinde auch als Position oder als Input gehen par rapport zu den verschiedenen Projekten, die envisagiert sind und die als Stadt aber auch konzernieren. Ich will selbst sagen, also ich meine, ich lore ich durch Samstag, Novend, als mir nicht aufgefallen hat, das geht. Ich meine, du hast natürlich eine Möglichkeit, weil es da in der Schaumbach gesagt hat, wie gesagt, dass den 22. April, als das deposiert ging, ich muss sagen, ich hatte gerade gesagt, weil wir eine Sache, die wir hatten. Also ich hatte wirklich noch keinen Fokus darauf, dass man darüber bewusst dafür erklärt hat, dadurch für was drei Monaten. Eventuell, nee, gut, oder wenn das Ministerium es natürlich auch geschrieben gehabt hat, dann hätte man natürlich auch müssen reagieren. Das ist irgendwie mängelig nicht geschieht oder im Bündnis, die wir sind. Aber ich weiß es nicht. Nee, ich kenne die dote Prozedur auch nicht, und ich wusste das dote mal nicht aus der Schambe, aber ich habe schon in der Presse gelesen. Du weißt, du hast nur gefragt, das ist ja auch interessant zu wissen, ob ein Gemeinde am Vierfeld halt von der konsultiert wird, mir dann a priori nicht am Vierfeld, mir dann recht du noch wahrscheinlich. Zweite Frage, hat der Chefrat den Mobilitätsminister notamment konsultiert, was das langfristige Projekt von einem Kantonnummer angeht. Stellen die Frage, weil wann hat ihr Plan National de Mobilité abgestellt wird, meine ich, dass es durchaus wichtig ist, dass man als Stadt erst noch den Fanger ausstrecken. Ich meine, die hat als Chefrat die Initiative geholfen, für eine Etude Feasibilität machen zu lassen. Und ich denke, dass in mit denen Plänen oder mit denen Resultaten, die da rauskommen, sind, aber durchaus auch die Fanger sollte ausstrecken, für das eine große Kontornummer unter dem ersten nach, aber trotzdem an der Cap auch von den Leuten bleibt, und auch von der langfristigen Projekt ist, dass es aber trotzdem um Radar bleibt und immer noch eine Möglichkeit bleibt. Du gehst 100% recht und das werden wir auch auf jeden Fall machen. Ich meine, die vier habe ich immer gemacht. Also wir haben nicht am Vierfeld mit Minister darüber geschwärt, aber wenn du die Ouvertüre da hast, dass eben da ein Plan National gemacht wird, dann ist das auf jeden Fall ein Thema. Und das Thema werden wir auf jeden Fall da konkret rausbringen, weil da haben wir etwas Konkretes in der Hand. Okay, tipptopp. Dritte Frage. Gibt es schon Diskussionen zwischen dem Chefrat und dem Mobilitätsminister, weil deine Busspur ob der Anhele vom Lauterburg für einen ersten Ran geht, weil ja, weil das diskutiert ging. Schon an dem PNM habe ich effektiv gesehen, dass die Busspur auch dort diskutiert wird. Dafür stelle ich die Frage, ob dort schon Diskussionen waren zwischen der Gemeinde und dem Mobilitätsminister. So,
Ja, net, eigentlich nicht ein Mobilitätsministerium, mehr aber den Pension, die Verwaltung. Also mit der Verwaltung, mit Pension, haben wir schon ein paar Mal nur gefragt, weil wir da doch schon ein langes Dossier, das auch für den dort den Plan National schon ein Thema war. An mir schon allkehrs, wenn ich eine Reunion mit Pony Chaussee und Frohne stehe, noch, wo den Dossier da drin ist, also den ist bei ihnen bekannt, und sie wissen, dass wir ihn doch füllen. Und sie müssen hier Arbeit machen, für das dort den Lohn zu finalisieren. Das heißt, die müssen das Projekt ausschaffen, für es zu realisieren. Und das liegt letztendlich just bei Pony Chaussee. Okay, das heißt, du doch noch keine weitere Timeline. Wie nicht, dass das Projekt da an Angriff geholt wird? Nein, haben wir nicht. Das hat nicht so lange gedauert, wie es schon gedauert hat. Weil ich weiß nämlich, die Diskussion war nämlich dem Moment, wie man den Busarray ein bisschen beim Nonnenmühlencenter ein bisschen mehr Richtung Irstenach gesagt haben. Den einen haben wir schon einen schönen Ankosch mit einem schönen Busheißen, aber die Seite von der Richtung Irstenach, also die Seite zum See, ist schon nicht gut. Aber den haben wir auch gesagt, der macht das auch selbst. Und du hat nämlich der Marco Hüber, gesagt, ja, nee, das können am Kader, wenn wir die Buschspur machen, das ist aber drüber und drun. Das ist ein Name nicht. Mit Gott sei Dank haben wir manchmal den Arre raufgeholt. Leider kein, auch da, kein festen Datum, wo sie das gifen machen. Nee, leider nicht. Okay. Die Feiertfrau hat der Chefrat des Mobilitätsministeriums konsultiert, was den Ausbau vom Park Entreid an der Rue des Bénédictins angeht. Aber ja, was hast du diskutiert gehen an beteiligt sich das Ministerium eventuell auch um die Kosten von dem Ausbau, den wir machen, wo ja am Anfang ein Stock Druck gesetzt wird auf den bestehenden Parking an der Rue des Bénédictins? Nee, auch nicht mein Ministerium, ich rumme mit Pont Chaussee. Und das haben wir im Kader von der Worte der Stage Benettina, haben wir das geschwärt. Also ich habe einfach mal gefragt, ob wir das dürfen. Und auch den Achse geklärt, wie in Europa an den Hof kann fahren. Wir haben nicht von den Kästen geschwärt. Ich sehe doch nicht ganz viel große Chancen. Ich hoffe, was ich da am Kopf habe, dass das von Sigi von den Hellischen Kreuz Parking komplett überholen, das gibt uns schon viel, viel Hilfe. Ich bin froh, können wir mich mengen, dass sie so ein Parking in Ort, das ist der Gemengeresponsabilität, fertig. Mir froh kann ich, ja. Ja, ich ging nicht froh, weil wir ja auch die Lehre machen mit der nationalen Straße und wir hätten ja gerne, dass die Leute noch ob der Park and Ride zurückgreifen, für dann von dort aus eventuell auch bis an den Start zu fahren oder so Plätze. Die Fisch ging jetzt schon froh. Die fünfte Frage geht dann um den Park and Ride Hallisch Kreuz. Das ist ein Punkt, den wir als DP-Fraktion an den Diskussionen Parkraumkonzept rabrucht hatte. Wir waren da am Gang in der PAG zu analysieren und da hatten wir aus sich gesehen, dass da noch ein Flash frei ist für öffentliche Bauten und du hast du auch gesagt, dass das eine gute Idee wäre und die Projekte sind ja auch von ihr als Chefrat dann auch angepackt gehen und da wird die Frage wird, par rapport zu dem Projekt Park and Ride Hellisch Kreuz zwischen dem Chefrat und dann eventuell auch Pont Chaussee Diskussionen, aber ja, war das genau da diskutiert gehen. Hallo, kommen wir bei den Minister. Das ist ganz nett wie Pont Chaussee. Wir haben effektiv ein Interview gefragt beim Minister Bausch an die Asserwerricht am 20. Mai. Das dauert schon lange, aber die Rendezvous wollten und das ist nicht erst der Gang. An den 20. Mai haben wir ein Interview, Chefrat, Minister, mit seinen Beamten, und dann will man genau das gerne mit ihm diskutieren. Da können wir wieder doch die anderen Sachen vielleicht eventuell nur ein bisschen diskutieren. Das können wir echt. Leider. Das hat lange gedauert. Okay, kann ich dann effektiv den anderen Punkt mit der Diskussion mit ranholen. Sechste Frage, wo ist Chadir schon noch drin mit der Umsetzung von der Willowswehr durch Irstenach?
das rejoiniert ein bisschen vor, die ich später noch nur gestellt habe, par rapport auch zu der touristischen Infrastruktur. Schreder, eher Associate-Partner, wird von uns einen Auftrag gekriegt, für das unten zu machen, einen Gesamtkostenpunkt von 65.000 Euro. Die haben den Auftrag, die schaffen drauf. Okay, und hast du von auch schon ein bisschen umgesetzt oder sind wir da noch relativ an Startlöcher? Weil das Quellungskonzept, das steht ja schon aber pro Jahr. Ja, das aber ein alter Komma und das eben noch von einer lokalen Mobilitätsgruppe bemängelt gehen, dass eben verschiedene Sachen nicht so funktionieren. Deswegen haben wir gesagt, wir müssen nicht komplett denken, nein, ob die Lehrstühlen noch die Situation ein bisschen verändert, auch die Verkehrssituation. Und die, hier geht es wirklich just um ein paar Bayer. Ich rede das aus, also Büro der Tüte, die bauen nicht. Das geht durch Donau, geht durch Baumaßnahmen. Ne? Hier ist es wirklich für kohärenten Dingen, mit all den Bemerkungen, also auf der Basis von den Malen, mehr weil nur einfach in Ajour zu setzen, an zu gucken, dass das klappt. Für die drei Richtungen, das ist Dickrich, Wasserbüllisch und eben Lützburg als Start, für die, die kommen schon alle guten drei Villas für den Nierschner, mit also den Nierschner, also eben Hummerstrecken, aber die, wo nicht alle Menschen so glücklich sind, dann für das läuft in die Zukunft, wo die optimalen Strecken sind, die auch dann dementsprechend so dann, wann bauliche Maßnahmen sind, müssen dann umgesetzt gehen. Ja. Ich denke, das ist noch heute und plus auch bei dem regionalen Projekt für das Ding schon mal geschafft, also ganz aktiv, und du hast ja leider am Anfang auch schon ein bisschen was da wahrscheinlich gut ist, für das Tote können dumm mal ablesen zu lassen, und das dann nicht zu schafft. Besteht dann doch schon die Kontakt zwischen Schreder und Associa und auch dem Projekt? Du? Wie sind das von ihr? Weil das ist ja aber effektiv nützlich, dass du zusammen geschafft hast. Also bei Schreder und Associa, du bekümmert sich den Daniel Baum drin. Die kennt ihr schon noch relativ gut und ich gehe davon aus, dass ihr einen ganz guten Arbeitswert legt. Ich freue mich aber der nächste Gelegenheit. Gut, an die letzte Frage, also sich ein bisschen für aufzurennen, weil der Plan National der Mobilität interessiert uns ja als Gemeng, aber trotzdem auf ganz viele Punkte schon der Lopur angeschaut. Und dafür zum Schluss froh, ob es nicht opportun wäre, dass wir als Gemengerode eine Arbeitssitzung geben machen, wo wir Partei übergreifend über die Situation von erster nach für diesen Plan National der Mobilität geben, schwätzen und anschließend auch gegen ein Dokument absetzen, wo wir die Revendikationen für erst danach gingen abschreiben, sodass wir uns am Punkt gingen aktiv mit dem PNM do, also nicht setzen als Gemeinderat, vielleicht auch geschlossen, so könnten wir wollen. Ja, ich habe mir, wie ich das Ding erfroh gelesen, ich habe mir nicht geschrieben, was steht dran, Fragezeichen. Ich muss für dieses Leben lesen und dann wahrscheinlich ist es für eine Arbeitssitzung. Ich muss aber vielleicht für Remis denke lesen, nicht eine Arbeitssitzung machen, ne, für konkret etwas rauszukriegen. Ja, aber ich stehe leider ein bisschen dran. Das ist nicht schlimm, steht nicht so viel dran, das ist keine Überraschung dran. Sind die Projekte dran, die effektiv schon lange diskutiert gehen, aber es kann ja durchaus dann auch noch, notamment an der Flüche Federung Ugeschwert, auch noch ein Projekt wie der große Kontournummer auch mit daran holen, um eben darüber aufmerksam zu machen. Wir können aber dann als Gemeinde trotzdem auch unseren Interesse dazu weisen und vielleicht auch dann dazu beitragen, dass Projekte, die auch anderen Stadierstern noch sind, aber auch weiter gefördert gehen. Ja, machen wir. Merci. Merci auch. Schmengen. Wir sind durch. Gut. Da sage ich vielmals merci. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend und an euch zwei eine gute Gesundheit. Eine gute Besserung.